Verräter. Ich war es doch, den man verriet. Doch ich werde gejagt. Doch ich werde gehasst. Nun sehen meine blinden Augen, was anderen entgeht. Dass manchmal des Schicksals Hand geführt werden muss. Denn fort und bringt all jenen Untergang, all jenen, die sich uns entgegenstellen. Yeah. Okay. Die Naga, wir sind im DLC angekommen mit der Wächterkampagne. Naga, Illidan, Tiefsee, ich dachte schon, na, kann ich mir das ansehen, wie sehr wird es unter Wasser für mich gemütlich werden. Es wurde sehr gemütlich, habe Glück gehabt. Oh, 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 wir sehen den Aufstieg jetzt. Ja, jetzt geht es von Illidan über zu Arthas zum Kampf um den gefrorenen Thron, den Frostthron, ja. Und all das werden wir hier jetzt wohl spielen mit einem der längsten Texte, die ich, glaube ich, je gesehen habe im Rahmen dieser Kapitel-Intros. Obwohl der Dämonenlord Archimond und die brennende Legion der Schlacht am Berg Hial schließlich besiegt wurden, sind noch große Teile des Eschentals mit üblen dämonischen Energien verseucht. Die gemeinsamen Anstrengungen der Druiden und der Schildwachen haben den Nordländern einen zerbrechlichen Frieden gebracht, doch in den schattigen Wäldern lauern noch immer dunkle Kreaturen. In diesen gefährlichen Zeiten zieht die Wächterin Majew Schattensang, die einst Illidans Hügelgefängnis bewachte, einmal mehr aus, um ihre gefährliche Beute zu jagen und Illidan wieder tief in der kalten Erde in Ketten zu legen. Und ob das funktioniert oder nicht, das werden wir uns jetzt gemeinsam ansehen. Ryojin, Dankeschön für 8 Monate. Vielen, vielen Dank, freue mich sehr. So, die Naga, wir legen mal los. Diese Spuren sind frisch, führen aber in entgegengesetzte Richtungen. Illidan muss Unterstützung haben. Eure Anweisungen, Herrin? Ihr Behüterinnen, bildet 2 Gruppen. Durchsucht den Wald nach Spuren. Wir treffen uns küstenaufwärts. Vergesst nicht, Schwestern. Wenn ihr Illidan findet, versucht nicht, ihn allein zu ergreifen. Er ist viel zu gefährlich. Verstanden, Herrin.
Ihr anderen, folgt mir. Da sind wir, in Verstohlenheit vom Elfentor. Mit Majev. Isanos, 4 Monate. Dankeschön. Des Dämons Fährte folgt Illidans Fährte. Majev muss überleben. Das kriegen wir, denke ich, gerade so hin. Ich habe ein Problem, dachte immer, die Naga sind Acharas Diener. Das ist auch richtig. Und wurden von Zotti erschaffen. Wie kommt es, dass sich die Naga mit Illidan bzw. der Legion verbünden? Also Illidan ist ja nicht gleichzusetzen mit der Legion. Na, vielmehr sind die Naga jetzt mit ausgesandt worden. Das wissen wir auch aus heutigem Stand. Ich glaube, es steht auch in den Chroniken. Um Illidan zu unterstützen, um Chaos zu sehen, um gegen andere kosmische Mächte zu kämpfen. Wie den Untod in Form der Geißel oder eben das Chaos in Form der Legion. Und ja, wenn Illidan dann nicht mehr von Nutzen auch für sie wäre, dann wäre des Beobachtens genug getan und dann könnte er auch, naja, entsprechend umgelegt werden. Dass das alles nicht so geklappt hat und dass es schwierig ist, das alles 1:1 auf die alte Warcraft-Story zu beziehen, das wissen wir auch, aber generell gibt es da aus heutiger Sicht zusammenfassend eigentlich keine großen Verständnisprobleme, wenn man sich vergegenwärtigt, dass ja auch immer das Ziel der alten Götter und von Achara war, für Chaos zu sorgen, in diesem Chaos dann zu manipulieren, entsprechend einzugreifen, ja, und daraus dann eben die eigenen positiven, naja, Sachen zu generieren und zu ziehen, Freunde. Ich grüße euch, Hallöchen, willkommen zum Wächterin-Kampagnenstart. Ich nehme an, das Tor müssen wir kaputt machen. Das hat in Majev eigentlich so drauf, ihr Dolch. Das Dorf wurde völlig zerstört. Fächer. Nein, das war mein Lieblingsdorf. Mein allerliebstes Lieblingsdorf. Wir haben Teleportieren. Wir haben Rache. Er schafft einen mächtigen Avatar, der aus nahen Leichen unverwundbare Geister beschwört. Wow. Endbosskampf, Verlies der Wächterin, Anyone und Schattenschlag. Ein vergifteter Dolch, den wir werfen. Okay. Dann rücken wir mal aus. Oh! Die Leichen wurden verstümmelt. Ob das Dämonen getan haben? Illidans Gestank verpestet diesen Ort. Aber diese Spuren stammen von keinem Dämon, der mir bekannt ist. Seid wachsam, Schwestern. Wer weiß, welche Schrecken Illidan zu Hilfe gerufen hat. Es ist einfach explodiert. Ganz traurig. Murlocs, Morghuls sogar. Oha, die sehen auch cool aus. Die kämpfen mit Fischgeräten. Auf Wiedersehen. Ich möchte Tyrande wieder haben mit ihrer Volltreffer-Aura. Die hat unsere Bogenschützinnen so schön gebufft. Ach man. Ach man, ich bin mir gar nicht sicher, ob man als Warcraft-Spieler hier schon genau absehen konnte zu diesem Zeitpunkt, wer jetzt eigentlich wen hintergehen will, ja, und wo jetzt Illidan genau steht. Das wissen wir ja heute manchmal nicht mal genau, davon abgesehen. Das macht es nicht unbedingt weniger kompliziert. Deswegen kann ich auch die Fragen und Unklarheiten in dieser Richtung völlig nachvollziehen. Da ist man sich selber oft genug nicht sicher. Herren, die Furborgs sind der Verderbnis des Waldes zum Opfer gefallen. Es ist, als wäre blinde Tobsucht über sie gekommen. Ihre Stämme haben stark unter der Invasion der Legion gelitten. Sie sind nicht zu retten. Die Armen, und ihr habt völlig recht, ich habe die Kategorie wieder nicht geändert, ne? Oh, 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 das machen wir mal ganz schnell, bevor wir den Armen nicht zu Rettenden rettenderweise helfen. Wenn das nicht geil ist, dann weiß ich aber auch nicht. So, wir machen Warcraft rein, wir speichern das und wir machen das wieder zu. Cool, oder? So schnell kann man das korrigieren. Ein wahrer, wahrer Traum. Majev, Dolchfächer. Die ganze Art ist verrückt geworden. Tötet sie alle! No! Die Armen! Die Armen, gern geschillt. Ja, Proxy, dankeschön. Danke, danke. Für dich habe ich all diese Furballs getötet. Ganz wichtig, Fur, wie Furby, Alter. Ganz, ganz klar. Aussprache, größer lebende Bären. Die müssen für die korrekte Aussprache in den Tod. Und selbst deren Baumstammhütten brennen. Das ist nicht sehr schön. Die Verderbnis der Legion hält das Land immer noch im Würgegriff. Ja. Satyr. Hinterhalt! Die Satyren greifen an! Treibt diese Rohlinge zurück! Alter, ich trau mich gar nicht. Erbärmliche Narren! Ihr könnt den Meister nicht aufhalten. Sein ist die Hand der Herrlichkeit. Sein Wille wird geschehen. Hoppala. Dan hat also Elend der Satyren geschickt, um uns aufzuhalten? Er muss verzweifelt sein. Ja, diese verdammten Satyren, Leute. Satyr zu. Es zieht. Majev labert mehr als alle anderen Kampagnencharaktere bisher.
muss ich mir erstmal orientieren. Ich traue mich gar nicht, was zu sagen. Herr Schattensang, ein Glück, dass wir euch gefunden haben. Bericht. Nice. Meine Gruppe wurde von einem blutrünstigen Wildekin angegriffen. Offenbar hat die Begegnung mit Illidan das Geschöpf wahnsinnig gemacht. Wer weiß, wie viele Unschuldige es noch angreifen könnte. Dieser Wahnsinn muss ein Ende haben. Wir finden die Kreatur und erlösen sie von ihrem Leiden. Ja, mit Tod. Erlösung für dich. Oh, habt ihr Medizin? Ja, haben wir. Wir haben ganz viele Feine. Das ist die Kreatur, die wir suchen. Pfeile. Tötet sie und erlöst sie von ihrem Elend. Rennt er weg? Echt jetzt? Er rennt einfach weg. Was für ein geiler Typ. Er hat gar keinen Bock auf seine Spritze. Ja gut, dann müssen wir leider all seine Freunde töten. Das ist gang und gäbe hier. Oh, Talentpunkt. Schattenschlag nehme ich mal mit. Dolchfächer sah schon ganz cool aus, aber Schattenschlag? Leute, gleich schön in die Fresse vom Wildekin. Finde ich echt super. Finde ich super. Warum sind Miles Augen eigentlich grün da unten in dem Bild? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die entweder mal wieder mit der Sterblichkeit, Unsterblichkeit, Segnung und Nichtsegnung diverser Bäume und Elfen zu tun hat oder generell Warcraft 3. Echtzeitstrategie, so viel Spaß und rückwirkende Lore-Fehler hatte ich echt noch nie. Das ist einer sicherlich dieser beiden Faktoren. Was haben wir hier denn? Heilungsrune finde ich toll. Und darum, liebe Leute, immer schön die Eulennester zertrümmern. Ganz wichtig. Hoffe, ihr habt auf Twitter gesehen, was ich alles Schönes geteilt habe. Muss gerade nochmal meine Einstellung hier richtig machen vom Streaming-Tool. Es liegt am Helm. Ja, der ist falsch skaliert, Mann. Und da habe ich ja verschiedene Tiercams geteilt, ne? Von Enten-Live-Cams und Hühner-Live-Cams und Otter-Live-Cams und Raben. Man kann sogar ein Rabennest beobachten. Ich frage mich echt, was für ein edler Visionär in grauer Vorzeit eine Cam zum Beobachten von Krähen und Rabenbabys installiert hat. Da komme ich gar nicht drauf klar. Junge, und wie viel Schaden soll man hier bekommen haben? Hier sind ja mehr Heilungsruhen als Bäume in dem Wald, hör mal. Das ist ja richtig geisteskrank. Gibt es noch mehrere Helme in WoW? Ja, mit Leuchteaugen. Da, Herrin, das müssen die Kreaturen sein, die wir suchen. Ihr jämmerlichen Nachtelfen, seid keine Gegner für die Naga. Naga. Viele feige Völker haben über die Jahrhunderte unseren Zorn geweckt. Keines hat überlebt. Elendes Weib. Wir werden die Oberfläche zurückerobern und euer schändliches Volk endgültig vernichten. Oder auch nicht. So, der kriegt jetzt unseren ersten Schattenschlag, der Kollege. Bäm! Boah, das sah ja mega cool aus. Habt ihr es gesehen? Nein, ich auch nicht, aber das Gift zeigt seine Wirkung. Wow! Der verdammt riesen Murloc. Dolchfächer. Wie krass. Die Murlocs sind einfach krasser als die Naga selber. Holy fuck. Ja, wer ist Achara? Hier ist der Murloc-König. Gottes Willen. Diese armen Leute wurden ermordet, genau wie die anderen. Dafür wird Illidan büßen. Wenn ich mit ihm fertig bin, wird er sich wünschen, er wäre noch in seiner Zelle. Wow. Aber diese Wracks, warum zerstören sie Schiffe? Ich weiß nicht. Moment. Vielleicht ist er hinaus aufs Wasser. Schnell, Schwestern. Die Hafenstadt Nendis liegt im Norden. Vielleicht finden wir dort ein Schiff und können Illidan hinterher segeln. Oha. Jetzt sind wir hier die Seewächterin und ich versuche gerade Maiev zu diesem Folianten zu kriegen. Hey, we did it. Die größte Challenge, ne? Die schwierigste Quest. Vambologie, hallöchen, Merit auch da. Fand es gestern lustig, dass genau das Thema, was wir gestern die ganze Zeit im Stream diskutiert haben, dann auf einmal auch in den Nachrichten in der Ansprache von Merkel Thema war. Ja, es geht ruckzuck, das orientiert sich alles an unseren Streams, das wissen die wenigsten. Aber es ist so, ja. Aber es ist so. Das war eben noch so Dream mit den Hühnercams, ne? Diese Tierstreams mit verschiedenen Cams ist wirklich mega. Wenn man die Kameras im Chat steuern kann, dann könnt ihr so den Brutbereich sehen und wie die Tiere gefüttert werden, also einfach nur Props an die Leute, die sowas einrichten, ja? Das sind Bauernhöfe, Junge, mit Tiercams, Big Brother mit Hühnern, Junge. Die Zukunft ist jetzt. Maiev kann ansonsten unerreichbare Orte mit Blinzeln erreichen. Ah ja, was ist das? Achso, eine Speispinne. Ich wollte jetzt sagen, eine Speisspinne, was soll das sein? Ja, aber Maiev blinzelt sich dann auch alleine da hoch, oder? Ich nehme mal an, dass das jetzt hier wegen war. Pass auf, blinzeln. Jo, das hat super funktioniert. Ich schätze mal eher, das sind Fische.
Das sind Fische im Wasser. Ich werde nicht mehr. Vermutlich dann eher von hier unten da hoch, oder? Pass auf, wir probieren das nochmal. Wir müssen das ja üben für den Ernstfall. Weil wer weiß, ob wir uns nicht gleich vor irgendwelchen Riesendämonen wegblinzeln müssen, ne? Was Illidan hier für uns vorbereitet. Er ist ja nicht blöd. Er ist ja wirklich überhaupt nicht blöd und das ist das Problem. Weil blöde Leute jagen ist deutlich einfacher. Pass auf, jetzt. Aha, hallo Speispinnen. Ich bin's, Majev. Bam, Dolchfächer. Ich hoffe, die machen mich nicht kaputt. Oh nö, das halten wir aus. Ne? Als wahre Wächterin ist das kein Ding für uns. Frage ist nur, was hat das jetzt gebracht? Ich meine, Spinn töten ist... Aha, ist immer gut. Zitat Silvanas hat nur daneben gezielt. Ne? Hat Sauerfang getroffen. Blöde Geschichte. Melred, ich danke dir für deine Subbomb. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Und wir sehen, dank Sauerfangs Tod haben wir von den Spinnen auf Melrids Nacken einen Spinnenring bekommen. Wenn das nicht geil ist, weiß ich auch nicht. Jetzt müssen wir nur wieder runter. Gut. Wäre jetzt scheiße gelaufen, wenn ich keinen Mana mehr hätte. Wir haben Glück gehabt. Melrid, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und wir setzen unseren Weg nach Norden fort. Ich finde den Wasserfall auch richtig schön. Also natürlich an der Grafik bemessen. Ist jetzt nicht Crysis, aber ist schon schön. Hallo. Das sind die Neuen. Das sind die Neuen. Dafür möchte ich nicht verantwortlich sein. Na gut, dann nicht. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise drücken wir die Augen zu. Ich finde es geil, dass wir Klingen überspringen. Schattensang, Elun sei Dank. Eine Bande Satyren hat meine Mitstreiterinnen gefangen. Die elenden Rohlinge halten sie im nahen Wald fest. Wir werden sie finden. Ah, cool. Rettungsaktion. Rette die gefangenen Nachtelfen. Die legen ja so eh auf unserem Weg. Das finde ich super. Das finde ich super und wisst ihr, was auch geil ist? Alle Elfen, von Majev, von der Bogenschützin bis zur Reiterin, haben Verstohlenheit, wenn sie stehen bleiben. Und die eine Dryade so, Leute, Frank, wo bist du, Frank? Finde ich geil. Frank, wo bist du? Ach Mann, ganz traurig, ne? Hast keinen Bock auf deine Freunde, bleibst einfach stehen mit einem Bierchen, so bist unsichtbar. Geile Aktion. Ha. Nachtelfenbehüterinnen. Ich wusste, dass noch mehr davon hier herumlungern würden. Ihr werdet meine Kriegerinnen sofort freilassen. So. Statement. Auf die Tür. Jetzt haben wir noch eine. Die Nachtelfe namens Frank. Ja, das ist 2020. Ne? Das ist ja Reforged. Das heißt, die Nachtelfen können sich auch so gendern, wie sie das gerne möchten. Okay. Welche kriege ich jetzt nicht mit in meine lustige Truppe hier? Die beiden, ne? Dann pass auf, ihr kommt mit der Dryade mit und ihr seid weiter in Gruppe 1. Cool, das funktioniert hier mit uns. Oh, warte, da sind noch welche. Oh, Hälfte vergessen. Scheiße, Junge. Hälfte einfach vergessen. Ich brauche die Voiceline von Sotti aus Kriegsbringer Achara. Ich bin ein Gott für Murky in Hotz, ja, wenn man so ganz langsam so eine Lane belagert, alles einreißt. Beim Licht des Mondes. Cool, Rettungsaktion. Läuft bei uns. Ferdes, doch, ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen, aber ich komme ja gerade nicht mal mit Majevs Sprachflow klar. Da muss ich meinen erstmal generell etablieren. Auch für mich selber, weißt du? Das ist das Problem. Ich hab wir euch... kommen näher. So. Ich rieche etwas Übles im Wind. Oh, ja, Entschuldigung. Sorry. Deswegen, ey, ich hab euch alle gesehen, aber ich kann gerade nicht so überall drüber reden. Das fände ich sehr schadhaft. Kaputt. Das Tor. Oder sehr stabil. Hallo. Aha. Was ist das? Rasch, ihr Narren. Diese Schiffe müssen verbrannt werden. Der Meister wünscht keine Verfolger. Illidan darf mir nicht nochmal entkommen. Tötet die Naga, bevor sie die Schiffe verbrennen. Ihr kommt zu spät, kleine Wächterin. Der Meister ist längst zu fernen Ufern aufgebrochen. Aber er möchte sich für die Gastfreundschaft während seiner Gefangenschaft bedanken. Er bat mich, es euch zu vergelten. Mit gleicher Münze. Ihr könnt es gern versuchen, Ungeheuer. Oh, One-on-One vor Stormwind. Was los? Okay. Also wir gucken uns jetzt nur an, wie vor so einem Boxkampf, oder? Ah, jetzt. Okay. Ich finde die überdimensionale Dreizackwaffe von dem Naga sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und darum muss er sterben. Und
droppt sie hoffentlich. Leider nein. So mad. Greifen die jetzt wirklich hier die Schiffe an? Hallo, was sind das für Viecher? Was ist denn ein Kotel? Was ist denn das für ein Ding? Oh mein Gott. Kann ich die noch aufhalten irgendwie? Hier mal so ein gut gelaunter Durchwurf, Maiev. Let's go. Kommst du ran? Ja, da war einer. Ja, aber das schaffen wir doch gar nicht so schnell. Oh mein Gott. Nein, ein Schiff wurde zerstört. Aber wir haben noch ein paar. Wir haben noch ein paar. Alles ist cool. Ab nach unten. Wir brauchen ja nicht alle. Wir brauchen nur zwei. Deswegen schnetzeln wir uns hier durch. Die kennen wir. Schnappdrachen. Guck mal, die gab es ja auch schon. Die wir heute als Mount in Nasiatar aus den Prestige-Kisten und so ziehen können. Aber das Fliegevieh, das hatten wir doch safe nicht nochmal irgendwo, oder? Das war mir gerade ja komplett neu. Aber so fliegendes Fischvieh, wie die Rochen, oh, hätte ich schon nice gefunden, muss ich sagen. Je, Hallöle. Wir haben Schiffe. Yeah. Herrin, glaubt ihr, wir können Illidan besiegen, falls wir ihn finden? Illidan ist mächtig geworden, so viel ist sicher. Er hat die Macht des Schädels des Gul'dan absorbiert. Jetzt ist er weder Nachtelf noch Dämon, sondern mehr. Herrin, warum hegen die Naga einen solchen Hass gegen uns? Hoffen wir, dass die Zeit alles ans Licht bringt. Und jetzt schnell! Illidan hat einen großen Vorsprung. Wir müssen ihn fassen, bevor er noch mehr Schaden anrichtet. The Horde is my people. Yeah, Maiev ist einfach wie ich, ne? Die Zeit wird das alles beantworten. Träne wegwisch. Xorax, Sparta. Hallöchen und Fleischer. 13 Monate. Dankeschön. Gibt doch nichts Besseres, als den Craft zu gucken, wenn man frisch operiert wurde. In dem Sinne, mach weiter so. In dem Sinne auch vielen, vielen Dank an dich und gute Besserung in jeder Hinsicht. Gottes Willen. Wir machen weiter mit den Wächtern. Ein schöner Auftakt. Ach, und Leute, seht ihr den Hintergrund? Ey, ohne Witz. Ohne Witz, wait. Das ist, ja gut, es könnte zumindest das sein, wo man in Nasiatar, bei den roten Korallen auch, ne, wo man da noch dann hochfliegt in diesen Turm. Bei der einen Quest. Und oben dann dieses Gedankenvieh töten muss. Wisst ihr, was ich meine? Erinnert mich gerade mega daran. Was ist da denn los? Hör mal, dieser Korallenwald, wo die ganzen Krebsviecher sind. Wisst ihr, was ich meine? Das ist da doch hier fast 1:1. Geiler Hintergrund wieder. Ich liebe das. Ich liebe das. Ich liebe das. Stussi, danke dir für dein Abo. Vielen, vielen Dank. Ist nur das Knie, heißt 3 Wochen zocken. Ah, da können wir das Beste draus machen, siehst du. Sehr gut, sehr gut. Bin ich der Einzige, der immer findet, dass Maiev verrückt ist? Sie hat keine Ahnung, was Illidans Aufgabe und Mission ist und sie versucht, ihn trotzdem mal aufzuhalten. Oder warum hat sie so einen fucking Hass auf ihn? Wir sehen hier übrigens ihre Augen nochmal schön leuchten. Da wären wir wieder beim Helmmog. Also klar ist sie verrückt, ne? Klar ist sie komplett crazy. Auch sie ist so ein bisschen drauf und dran, von ihrer Rache verzerrt zu werden. Deswegen hat sie ja auch bei Tyrande, als das mit dem Nachtkriegerritual im Raum stand, so ein bisschen beratend sagen können, ja, Tyrande, Gang runterschalten wäre nicht schlecht. Und Tyrande so, wow. Ja, klar ist sie da auch sehr verrückt und drauf und dran. Weil sonst hätten wir keine unsere Kampagne vorantreiben. Das wäre sehr, sehr problematisch in dieser Hinsicht. Gut, wir machen weiter mit unseren Wächterinnen und sind gespannt, wo es uns jetzt hin verschlagen wird. Oh, was sehen wir denn da rechts? Oha, oha. Von den Türmen her habe ich erstmal an Asuna gedacht. Ja, halt so diese typische elfische Architektur, ja. Hohe Türme, Runen, Verzierungen, sieht genauso aus, ne. Fredon auch direkt, Batuku auch sogar der Turm. Mega, ne, wie Nasiatar belastet wir sind, dass wir so einen Kack in einem Hintergrund sofort wiedererkennen. Ganz traurig. Die verheerten Inseln, na hallo. Am nächsten Tag untersuchten Maiev und ihre Behüter an den Küsten einer geheimnisvollen Inselkette einige uralte und auch merkwürdig vertraute Ruinen. Und da wären wir wieder. Herrin, wir sind Illidans Spur wie befohlen nach Osten gefolgt. Aber diese seltsamen Inseln sind auf keiner unserer Karten verzeichnet. Das habe ich vermutet. Die Inseln scheinen erst kürzlich erschienen zu sein. Wie kommt ihr darauf? Die Ruinen um uns herum, Naisha. Ich erkenne sie. Das war einst die große Stadt Suramar, die erbaut wurde, bevor unsere Zivilisation vor Zehntausenden von Jahren im Meer versank.
Aber wie kann... Wollt ihr sagen, diese Inseln wurden vom Meeresgrund emporgehoben? Möglich. Doch es gibt nur noch wenige Mächte auf der Welt, die Inseln aus der Tiefe heben können. Aber dieses Rätsel lösen wir später. Gehen wir ins Landesinnere und schlagen ein Lager auf. Danach verfolgen wir Illidans Fährte weiter. Hier, Schwestern, errichten wir einen Stützpunkt, damit wir die Jagd nach Illidan fortsetzen können. Nice. Schön an die Palmen. Geil. Leider keine Palme aus Plastik, aber das hat den Vorteil, dass wir Holz dran abbauen können. Sehr gut. So, ihr geht auch sofort erstmal Holz ernten, bevor ich hier einen Überblick habe. Und wir dürfen einen Stützpunkt bauen. Sobald wir Surama mal betreten, ne, denkt dran, rechtzeitig den Stream kurz zu muten. Kommen nämlich aus allen Ecken. Eine Illusion. Was verbergt ihr? Heute noch getriggert, wenn ich das irgendwo lese, sehe, höre. Ganz, ganz traurig. Tauren, Pandaren und Vulbra-Shamis machen Blitzschlag mit der statischen Aufladung ihres Fells. Das ist gut zu wissen. Solange es das Fell mit dem Doppel-L ist, haben wir damit auch keine Probleme. Gut, wir hauen ein paar Verbesserungen rein. Und wir dürften, ja, das ist jetzt die Frage, was wir alles können. Ob wir auch schon Hippogreifenreiter und so wieder ausbilden können. Was ist hier? Urtum der Wunder? Was bist du? Was bist du? Den möchte ich aber erstmal angucken. Ist das eine Schildkröte? Wie cool ist das denn? Boah, und er läuft wie ich. Er läuft ja wie ich. Um Gottes Willen. Wie cool. Eine Schildkröte hat es zu den Nachtelfen geschafft. Wow. Also das, es kann sogar einen Baum essen. Das ist wirklich mal ein Urtum der Wunder, hör mal. Das finde ich ja klasse. Palm aus Pixeln finde ich auch klasse. Ist aber nicht ganz so WoW-getreu. Das ist absolut richtig. Gerade mit dem Hinblick auf Legion und die Chroniken bringe ich ja Surama immer als Beispiel, wie viel da im Folgenden geändert wurde. Stellt euch vor, Surama als Mega-Daily-Ort, als Ort für verbündete Völker, als Ort des Raids, Nachtfestung und Co. wäre dann irgend so ein lumpiges Ding gewesen, ja, frisch aus dem Wasser geholt, wie es in Warcraft und auch in vorherigen Büchern Krieg der Ahnen und Co. beschrieben wurde. Das ist ein Paradebeispiel dafür, was sie im Folgenden umgeschrieben haben, damit es auch für Spieler in-game quasi im Folgenden interessanter wird, ja. Und das war nicht immer dieses prunkvolle, prachtvolle, nachtgeborenen Imperium, ja, wie wir es dann kennengelernt haben. Da haben sie vor allem mit den Chroniken ganz, ganz viel dann relativiert. Ja, definitiv. So, was konnten wir hier jetzt machen? Ach, da können wir Sachen kaufen. Ach, so ein Wunder ist das. Erzeugt eine Sonnenfinsternis und es wird eine künstliche Nacht herbeigeführt. Das ist ja krass, hör mal. Das ist ja krass. Okay, was bauen wir denn noch oder wollen wir bei den Truppen bleiben? Ich würde schon gerne gucken, was wir generell noch machen können. Zweimal Mondbrunnen, Altar, Urtum der Lehren könnten wir machen. Das sind die Beschützer, Jägerhalle haben wir ja auch schon. Okay, dazu müssen wir den halt ausbauen. Forschung abgeschlossen. Hier laufen die Upgrades. Ich würde halt schon mindestens eine 10-Mann starke Gruppe mit einigen Upgrades haben wollen. Also deswegen chillen wir auf jeden Fall einen kleinen Moment. Stellen uns mal hier hin. Dass uns jetzt auch nicht die Murlocs gleich überrennen oder so. Und ich glaube, der Irwisch kann sich nochmal verpissen. Ne? Der Baum braucht ein bisschen. Der braucht einen kleinen Moment. Ah, Tortolana, gleich musst du auf Krabben schießen. Ja, das ist auch meine Befürchtung, muss ich zugeben. Clown-Druiden, Krallendruiden, Sturmkrähengestalt, Dryaden, Bergriesen, Feendrachen, Hippogreifen. Wie viele Viecher gibt's denn hier? Hör mal, sonst immer raus mit die Viecher und die Nachtelfen direkt. Ja, wir nehmen die. Wir nehmen die, ist kein Problem. Nehmen wir auch Glevenschleudern? Pass auf, wir nehmen auch ein paar Glevenschleudern. Lassen wir mal hier unsere Irwische eben noch ein paar Mondbrunnen bauen. Und dann nehmen wir ein paar Schleudern mit. Zum einen können wir dann schön schleudern. Zum anderen habe ich es bisher immer bereut, keine Belagerungswaffen mitgenommen zu haben, weil dann plötzlich doch irgendein Posten bei uns im Weg war. Ja, irgendeine Bonusstadt mit wilden Vorbeugs oder irgendwelchen verdorbenen Nachtelfen oder wer weiß, was wir hier finden für Murloc-Dörfer mit was weiß ich nicht für Waffen. Deswegen werden wir auch ein paar Glevenschleuder dann mitnehmen. Sagen wir einfach, nehmen wir 3 Stück noch mit. Das ist dann wieder so unsere Nachhut, dann funktioniert das. Mondstein, Flieg und Sieg, genau so. Und das Urtum entsteht, wenn ihr Nalogomus Wandern bis zum Ende gespielt habt. Und zwar mit verbundenen Augenzyklus. Das ist das Wichtigste dabei, sonst seht ihr das nicht. Gut, guck mal, wie das funktioniert hier, unsere Mondbrunnen. Unser Urtum ist soweit fertig, da können wir sogar noch mal ein bisschen was pushen, aber das machen wir, glaube ich, erst, wenn wir hiermit auch durch sind. Bogenschützen, Jägerinnen, jawollo, das sind diese Upgrades. Sehr schön.
Hier kommen die Mondbrunnen. Euer Gebäude ist fertig. Guck mal, ist das nicht toll. Dann können wir jetzt noch ein Uhrturm der Lehren mit hinstellen. Was ich ja unbedingt noch haben wollte. Und dann geht das hier richtig los. Hör mal. Geil. Naga, Vorsicht, Schwestern. Wir wissen nicht, was diese Kreaturen im Schilde führen. Ja, Maiev, pass auf. Du gehst mal einfach in die Mitte durch. Bam. Junge. Schorkisch. Sehr, sehr schorkisch. Blackdrift, ich grüße dich, Hallöchen. Geht mal bitte nicht ganz so weit vor. Da habe ich einfach nur Angst, wenn ich das sehe. Albatros. Okay. Huhn. Kommt am nächsten ran, Freunde. Das müssen wir nutzen. Das müssen wir wirklich nutzen. So. Den können wir nicht ausbauen. Hier wird alles fleißig gegönnt. Ah, hier haben wir sogar einen Beschützer stehen schon. Okay, einen haben wir. Ich meine, der eine ist jetzt irgendwie nicht die Welt da oben, aber ist, glaube ich, nicht schlecht auf einer zuvor untergegangenen Inselgruppe, vor allem am Wasser erstmal, die Posten zu errichten. Ist eigentlich eine relativ gute Idee. Ist die Beschwörung inzwischen abgeschlossen? Es wird, Mondrajal. Es ist ein laufender Prozess. Wir bemühen uns, aber man kann nicht genau sagen, wann es soweit sein wird. Wir hoffen zeitnah. Ja, alsbald. Wie ich sehe, sind jetzt die Elfen dran. Ist also die Beschwörung jetzt abgeschlossen? Hab so eine Ahnung, welche Frage euch momentan am meisten beschäftigt. Werd aber nicht verraten, welche es ist. So, unsere Schleudern kommen auch. Unser Urtum ist auch da. Ah ja, okay, das waren nur nochmal die Dryaden. Ah, Magieabwehr spezialisiert. Nehmen wir davon noch ein paar mit? Eigentlich können wir es machen, oder? Wobei die halt von den Verstärkungen nicht profitieren. Das ist mein Problem. Da müssen wir hier auch nochmal was durchzimmern. Aber auch das können wir eigentlich machen, oder? Ja, komm, warum eigentlich nicht, wenn die auch durchlaufen? Dann holen wir noch ein paar Dryaden mit ran hier. Nehmen wir auch nochmal 3 Stück. Und dann passt das doch bestimmt mit unserer Armee. Können wir hier nochmal den Ausbau erforschen. Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen, Freunde, von unseren Waldesfreunden hier. Toll. Ich finde das so toll, wie die animiert sind, wirklich. Hier, wie er sich freut. Guck mal. Das ist wie mein Opa beim Kreuzworträtseln so. Die Geräusche macht er zum Glück nicht, sonst wäre es sehr, sehr verstörend dabei in der Nähe zu sein. Aber irgendwie denke ich da immer an alte Leute beim Kreuzworträtsel, wenn ich das hier so sehe. Oder Bingo im Seniorenheim, ne? Bingo, ich hab Bingo und so, richtig gut. Finde ich klasse. Das ist kein Fetisch, Aufräumen und Putzen macht mir allgemein Spaß. Ja, irgendwie muss das ja Spaß machen. Ich habe mal von morgens bis abends das gesamte Haus geputzt. Hat gut 10 Stunden gedauert, mit Kopfhörer auf den Ohren rumgetanze. War echt geil. Ja, du, jedem sein Hobby, ne? Jedem sein Hobby auf jeden Fall, warum nicht? Ich hasse Putzen, was ich aber lustigerweise gerne mache, ist Wäsche. Weil ich mag so dann die frische, gut riechende Wäsche, ja, was ja eine Seltenheit bei mir ist als WoW-Spieler, so aus der Waschmaschine zu holen und aufzuhängen, so, das mache ich gerne. Die bleibt dann zwar auch monatelang da hängen, weil ich es dann wieder hasse, wegzuräumen, aber, ja. Wegen aktueller Ereignisse verzögert sich die Beschwörung. Bald wird sie jedoch abgeschlossen. Oh, Leute, ja, Melvred kommt reingesteppt mit den frischen News. Vielen, vielen Dank für diese wichtige Info und ein 5er auf meinen Elfennacken. Ich danke dir. So, dann nehmen wir hier unsere Schleuder ein bisschen zur Seite. Wir können mal noch eine 4. machen in der Zeit. Und dann können wir auch hier eigentlich noch die Upgrades mit raushauen, würde ich sagen. Dann kann das alles super pumpen. Bei den Dryaden läuft. Hier ist fertig. Dann haben wir gleich unsere Einheiten soweit am Stizzle. Das ist super. Eine noch. Und dann können wir, glaube ich, noch eine mitnehmen, wenn ich mich nicht irre. So, oder? Warte mal. Ja, genau, dann haben wir unsere 10. Dann haben wir die Gleven noch in der Hinterhand. Upgrades sind dann fast fertig. Und dann können wir, wenn es gut läuft, hier mal noch einen rausschicken. Zum Holz machen. Gold haben wir ja genug. Dann können wir vielleicht noch 2, 3 Beschützer aufstellen. Aber da gehen wir auf jeden Fall auch schon los, dass wir nicht 7 Stunden in der Basis rumhocken. Von daher, ja, geht es zeitnah. Nach oben, Erkundungstour. Geil. Wusste gar nicht, dass die Beschwörung von der Deutschen Bahn durchgeführt wird. Das erklärt wahrlich einiges. Ja, Rocktool jetzt angespannt. Aber damit muss er leben. Was ist hier? Ey, ne. Muss ich mit Schiffen fahren? Ernsthaft? Das ist ja Anno sein Onkel hier. Aber was ist da los? Junge. Fischis. Inselwasser. Gibt's ja gar nicht. So, Forschung abgeschlossen. Hier läuft. Da läuft. Das ist super. Das sieht auch gut aus. Dann brauchen wir hier nur nochmal die 150, die wir auch gleich haben müssen. Und dann können wir losgehen, Leute. Bin so aufgeregt, was wir finden werden. Raymond, hallöchen. Wir nur noch Unterwassermission. Mirbio, geh doch nach Hause mit solchen Forschung Wünschen. Abgeschlossen. Geh doch nach Hause. So, hier packen wir noch einen raus. Wir brauchen mehr Holz hier. Die Palmen, die müssen mal ein bisschen kaputt geböllert werden. Wie viel kostet so einer? 135 und 80 Holz.
Ja gut, dann mache ich jetzt die Einheiten hier fertig. Pass auf, ihr seid meine Truppe 1, ihr seid meine Truppe 2. Somit hätten wir die Einheiten fertig gemacht, Freunde. Wenn die Bundeswehr Hilfe braucht beim Koordinieren, könnt ihr mich gerne anrufen, ist kein Problem. Und dann stellen wir... Oha, da kommen die Schnappdrachen, wollte ich sagen. Noch ein paar... Tötet sie, Schwestern. Ja doch, paar Urtume zur Defense auf. Tötet sie alle im Namen der Kaiserin. Sag mal, wieso müssen hier immer alle sich töten? Ihr könnt doch mal miteinander reden, Leute. Ganz ehrlich, traurig hier, dieser Hass überall. Gut, wir checken nochmal. Upgrades durch. Gut, hier können wir... Es ist mehr Holz erforderlich. Ja, als ob. Ich raste aus. Zwergischer Lord, hallöchen. Grüße, Rong, Trogo und Uschi Puschi auch da. Hi, hi. Habt ihr noch nicht von der Unterwasser-Tiefsee-Naga-Kampagne erzählt, die heute geupdatet wurde? Ja, dann weiß ich auf jeden Fall, warum das keiner erzählt hat. Gut, dann sind wir, glaube ich, vorbereitet. Leute, dann geht das los. Ein Klassenausflug nach Surama. Eine Krabbe. Das wird bestimmt voll klasse und wunderbar. Das ist mein Reiselied. Daran müsst ihr euch leider gewöhnen. Und bisher sehe ich eigentlich nur Murlocs. Da unten ist irgendein Laden. Abgeschlossen. Geh mal stark davon aus, dass wir... Oh, Murloc-Marodeur. Ne? Der kriegt erstmal hier einen schönen Dolch in die Fresse, hör mal. Geh mal stark davon aus, dass wir jetzt am Anfang noch nicht auf so viel Widerstand stoßen. Oh, und unsere Laden hier hinten schön mit dem Gift am Werfen, hör mal. Hammer der Stärke. Maiev, den brauchst du. Euer Gebäude ist fertig. Stärke erhöht, sehr schön. Goblin-Laden. Euer Gebäude ist fertig. Die Inseln gerade aus dem Wasser emporgestiegen, ne? Die Goblins sofort, oh, erstmal Laden aufmachen, hör mal. Schöne heiße Würstchen. Wer will noch ein heißes Würstchen? Ach Mann. Aber hier scheint nicht ganz so viel zu holen zu sein irgendwie. Ein paar ranzige Murloc-Hütten. So, und das war's dann. Weil hier geht's, glaube ich, auch nicht weiter ins Wasser. Buggy! Als ausführender Oberhexer muss ich leider sagen, dass sich aufgrund der Corona-Krise die meisten Beschwörer krank meldeten. Wir brauchen neue Beschwörer, um die Beschwörung abzuschließen. Wow. Was für eine Scheiße. Buggy, dankeschön für deinen Zehner auf meinen miesen Glevenschleudernacken und diese wichtige Nachricht. Leute, ihr habt's gehört, die Beschwörungen verzögern sich heute. Das tut uns leid, aber ich denke, die Umstände kann jeder momentan nachvollziehen. Und deswegen, ja, müssen wir anscheinend hier oben durch. Unser heiliger Hain wird entweiht. Und auch damit leben. Hallo? Ja, aber das kriegt er hin, oder? Guck mal, die kriegen Steine in die Fresse. Oh, ja, das sah nicht gesund aus. Das wollen wir gar nicht sehen, das Elend. Ist dir aufgefallen, dass das Warcraft-Universum... Was ist das denn da? Das gucken wir uns gleich an. Ich lese das mal zu Ende. Danke. Danke, Timing. Ein Ork. An ihm haftet Dämonengestank. Seid unbesorgt, Fremde. Dieser alte Wanderer hegt keinen Groll gegen euresgleichen. Ich bin Draktul, einst mächtiger Hexenmeister des Sturmreiter-Clans und jetzt der letzte meines Stammes. Was macht ihr hier? Verzeiht, doch mich plagen rastlose Geister. Sie verfolgen mich Tag und Nacht seit bald 20 Jahren. Wenn ihr sie für mich zum Schweigen bringt, erzähle ich euch meine Geschichte. Ich denke darüber nach. Cool, wir denken darüber nach. Ja, ein Überbleibsel von Gul'dans Freundin, wenn man so nennen möchte. Die ihm damals folgten. Von einigen der bekanntesten Ork-Clans, die wir haben. Ich erinnere mich an den Lore-Talk, wo wir auch dann versucht haben abzuleiten, was das mal gewesen sein könnte. Aber von den meisten hat man außerhalb der Ursprungslore der Orks und auch nach den ersten Kriegen dann nie wieder groß was gehört. Also nur in den Ursprüngen waren die dann bekannt, haben sich dann anderen Clans angeschlossen, sind noch in andere Unterclans zersplittert und so weiter und so fort. Ja, was eben gesagt wurde, war, dass alles hier immer sehr extrem ist. Ne? So, irgendwer ist krank, wir purgen die ganze Stadt, irgendeine Insel ist da, wir purgen die Insel. So. Das stimmt. Ey, und ich halt alle Truppen hinten, ne? Und dann eine Elfe läuft weiter vor. Okay, eine Bonusquest noch dazu. Muss ich da dann mit Schiffen rüber, oder? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das mit dem Wasser hier funktioniert, weil ihr könnt doch nicht ins Wasser, oder? Wollte ich sagen. Ja gut, dann wir gehen erstmal weiter und gucken, ob wir uns hier irgendwie den Weg bahnen können. Aber es kann auch sein, dass wir mit den Schiffchen reisen müssen, ne? Draktuls Hütte. Weil das sieht ja alles nicht so gesund aus irgendwie. Goblinhafen. Ja, wir haben ja unsere Schiffe unten stehen. Dann muss ich mit denen bestimmt hier rumfahren, oder? Oder hier so rum, aber hier ist ja auch nichts. Boah, ich bin sehr unentschlossen gerade, muss ich zugeben. Vielleicht kaufen wir uns hier die Schiffe... Und dann fahren wir hier einmal rum. Probieren das mal. Pass auf. Transportschiff.
und Fregatte. Luftangriffe. Nö, wir wollen hier die Transporter haben, hör mal. Wir haben ein Päckchen, das muss geliefert werden. So, da rein. Alles rein, was keine Miete zahlt. Ihr das andere. Und die Schleudern bitte auch einmal herkommen und damit rein. So, finde ich gut. Wenn unsere Schiffe auf dem Wasser zerstört werden, sind bestimmt auch nicht alle unsere Einheiten hin oder so. Haha. Lol. Leon, 17 Monate. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Das freut mich sehr. Und ich hoffe, dass jetzt die alle hier komplett verrecken. Aber so können wir zumindest jetzt hier auf diese Insel kommen. Guckt mal. Ne? Wer will, findet Lösungen. Wer nicht will, findet Ausreden und halt keine Schiffe. Das war mal effizientes Ausladen. Das müssen wir aber dazu sagen. Okay, du sollst die letzten... Die wollen nicht raus oder was? Ich sagte, keine Ausreden. Geh doch. Hallo? Oh. Was ist... Da, das müssen die Geister sein, die der alte Ork erwähnt hat. Ah. Sie scheinen ihre letzte Schlacht immer wieder zu durchleben. Oh. Und sind so brutal und blutrünstig, wie sie es im Leben auch waren. Das ist unschön. Beschwörungsgrube. Ich schätze mal, die dürfen wir platt machen. Okay. Seine Clan-Überbleibsel, die ich eben angeschnitten habe. Na, total sad. Drogtur ist es nicht. Nee, Drogtur, wollte ich sagen. Drogtur. Dieses uralte Artefakt fängt die Seelen gewaltsam Gestorbener ein und zwingt sie, die letzten Augenblicke ihres Lebens bis in alle Ewigkeiten zu erleben. Ja, das ist schon klar, dass die ein bisschen sauer sind, ne? Das würde mir auch nicht gefallen. Das war's schon. Ja, das war, hör mal, das war jetzt Auer. Hey, gut, dass wir alle Glevenschleudern und so mitgenommen haben. Gar kein Problem. Der Schwarzwelt-Klaus war dabei. Genau, der kämpft für immer. Pleitendieb, grüße ich, Hallöchen. So, einmal rein in die gute Stube. Der Rest bitte hier rein. Und der andere Rest bitte damit rein. So, das funktioniert doch hier mit unseren Elfchen. Gucke da, einwandfrei. Die Schiffe lege ich einfach mal auf die drei. Dann können wir jetzt nämlich auch ruckzuck, was ist denn ausladen? E. Dann können wir jetzt hier einmal ausladen fahren. Was total geil aussieht. Guck mal, die Schiffe, die haben... Okay, ich wollte zwar da ausladen, aber muss ja keiner auf mich hören. Ist kein Problem, ich komme voll damit klar. Und ich glaube, wir müssen auch nicht alle Einheiten dabei haben. So, die Geister schweigen. Alle sind happy. Toll. Die Toten werden euch nicht mehr plagen, alter Ork. Hab Dank, Fremde. Nun hört meine Geschichte. Vor fast 20 Jahren hob der große Hexenmeister Gul'dan diese Inseln aus der Tiefe. Er wollte die uralte Gruft öffnen, in der sich die Überreste des dunklen Titanen befanden. Ihr spricht von Sargeras, dem Schöpfer der Legion. Eben dem. Vor Äonen nach Sargeras Niederlage wurden seine Überreste in einer unterseeischen Gruft eingeschlossen. Gul'dan glaubte, die Macht des dunklen Titanen würde auf ihn übergehen, wenn er die Gruft öffnete. Als Strafe für seinen Hochmut wurden er und der Rest unseres Clans von rasenden Dämonen in Stücke gerissen. Seither ziehe ich über diese Inseln und werde von den Geistern meiner ermordeten Kameraden heimgesucht. Eure Geschichte ist so fesselnd wie entsetzlich, Draktul. Ein Jammer, dass eure Geister verstummt sind. Für das, was ihr hier entfesselt habt, verdient ihr Schlimmeres als ihre Gesellschaft. Cool. Was für ein tolles Questende. Was hab ich jetzt? Robe der Weisen. Das ist ja total das geile Icon. Intelligenz des Helden um 6 erhöht. Können wir seine Hütte kaputt machen eigentlich? Nee, können wir nicht. Diese Hütte ist alles, was mir geblieben ist. Wait a second. Dann Juma, Enrico, hallöchen. Maev ist richtiger Hater, ne? Ich komme da auch gar nicht drauf klar. Das ist voll nicht nett, hör mal. Okay, Schiffchen bitte hier sammeln. Gleven bitte damit rein. Und, wieso ist das Schiff jetzt eigentlich bei den Gleven mitmarkiert worden? Das raff ich auch überhaupt gar nicht. Aber gut, von mir aus. Und die Überreste von Gruppe 1 bitte da noch mit rein. Das, unser heiliger Hain wird entweicht. Das Splitting müssen wir nochmal üben. Oh! Vernichtet sie rasch. Oh. Ich glaube, wir stellen hier mal noch ein, zwei Leute mit hin für die Defense. Beziehungsweise lassen da gleich mal noch ein Urtum mit hinballern. Weil die Naga haben ja richtig Bock. Hör mal, was ist denn mit denen los? Oh, oh. Oh, oh. Das sieht aber gar nicht gut aus. Iiii. Ja, aber die schaffen das. Die kriegen das hin. Kein Problem. Wir fahren weiter.
über das Meer. Weil was soll passieren? Lala, lala, das ist keine coole Mission für mich. Aber das juckt keinen. Ist mein Seemannslied gut, oder? Lieber Seemannslied als Seemannsglied, sage ich immer. Und das möchte ich auch weiterhin sagen. Und ich hoffe, das kann ich auch. Lala. Lala, okay. Oh, können wir da durchfahren? Das bringt bestimmt Glück. Nein, können wir nicht. Okay. Weil wir hier nämlich schon ausladen können, bestimmt. Mal sehen. Aha. Oh. Upsi. Das mit den Glevenschleudern war anscheinend keine schlechte Idee. Das sehen wir jetzt auch schon hier. Was nehmen wir denn? Dolchfächer verbessern wir mal. Oh, oh, oh. Illidans Eskorte. Das ist eine Base. Guck mal, die Murlocs hier abbauen. Mit ihren kleinen Echsen. Wie geil. Die Echsen-Echse. So muss es nämlich sein. Über 7 Meere musst du gehen. So wollen wir es nämlich hören. Okay, wir haben es überlebt anscheinend. Wo ist meine Basis? Ja, der eine Beschützer zwar nicht. Da können wir mal jetzt hier noch einen Irwisch ausbilden. Mehr Mondbrunnen. Ja, wir bilden keinen Irwisch mehr aus. Da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. Sondern wir machen jetzt erstmal die Base kaputt. Und wenn wir jetzt schnell genug sind, dann... Unsere Krieger greifen den Feind an. Ja, die Schleuder gibt alles. Weil wenn wir hier jetzt alles kaputt hauen, dann brauchen wir auch keine extra Defense mehr. Dann sind wir nämlich fertig. Oh, guck mal. Sie wissen nicht wohin. Oh nein. Oh nein, die Murlocs, sie wollten gerade ihr Gold abgeben. Da ist ihre Base kaputt gegangen. Oh nein, wie sad. Wie sad. Das ist so, wie wenn du zur Schule kommst und erfährst dann als einzig Letzter, weil dir keiner Bescheid gesagt hat, während du in den Klassenraum gehst, dass die ersten Stunden heute ausfallen, weißt du? So eine Situation war das gerade. Fields Murloc Man, auf jeden Fall. Tefte, Vino Beal. Oh, wie sad. Ach Mann. Aber wir haben es geschafft. Endlich. Das Grabmal des Sageras ist gefunden. Ihr, meine treuen Diener, bleibt hier und bewacht den Eingang. Wenn die elende Wächterin diese Insel erreicht hat, versucht sie gewiss, uns zu folgen. Illidan, ich wusste, wir würden ihn finden. Wir müssen uns an den Naga vorbeikämpfen, um ihm zu folgen. Vor langer Zeit haben wir Illidan unter der Erde eingesperrt. Und das werden wir wieder tun. Yeah. Oh, es geht direkt noch weiter. Na, gucke da. Mission auf Wasser spielt zahlreiche alte One Piece Intros in 240p Qualität auf YouTube ab. Das muss auch so und nicht anders passieren. Gnolde, hallöchen. Nagran auch da. Nagran, wir haben Insider-Informationen bekommen. Zum einen, dass diese verfallenen Tore nicht wirklich lange standhalten. Zum anderen, dass die Beschwörungen leider aufgrund von kranken Beschwörern, die nicht zur Arbeit erscheinen konnten, ja, dass sie leider verzögert sind heute. Aber wir geben natürlich trotzdem alles. Wir geben trotzdem alles. So, waren die nicht hier gleich irgendwo? Wollte ich doch sagen, da sind sie doch, die Freunde. Liebe Leute, einmal attackieren bitte. Wo ist Majev? Ich möchte gern Majev selber hier einmal kommen, einmal in die Mitte laufen. Pass auf, das war auch so ein richtig schön, na, wenn sie es denn heute noch schafft. So einmal Dolchfächer für alle. Ja, bam, Junge, so wollen wir es sehen. Und du bist auch noch ein, ja, rems, schön den Giftdolch. Geile Geschichte. Ja, und Irwische ausbilden, ne? Die Seelen, schön das Henkersbeil schwingen, ne? Hast die Ehre. Ihre Anwesenheit hier ist eine Sünde an der Natur. So, nehmen wir die Seelen von denen und versklaven sie als unsere Arbeiter. Das ist elfisch. Das ist elfisch. Beeilung, Schwestern. Wir müssen Illidan um jeden Preis aufhalten. Cool. Hat man auch richtig erkannt, das Grabmal, ne? Mit den großen Statuen, mit diesen Elfenstatuen oben. Natürlich bei uns alles wieder ein bisschen verdorbener, nachdem die Legion das Ding quasi zurückeroberte und verseuchte. Aber schon cool. Hat man mega wiedererkannt. Leute, haben wir viel schon wiedererkannt. Ne? Heute bin ich richtig produktiv gewesen. Bin früh aufgestanden, Morgenroutine durchgezogen und alles. Dann war ich Rasenmähen und wir haben einen fucking großen Garten. Wolltest du nicht die letzten 3 Tage schon Rasenmähen? Ist der Garten so groß, ist da gedauert. Wenn man bedenkt, dass bald eine Ausgangssperre kommt, dann habe ich so einen Strauch geschnitten und dann einen Baum. Und dann eskalierte es. Ne? Dann ist es completely eskaliert, Junge. Der Baum war dann ein Mann und der Mann war ein Baum und der bildete Irwische aus. Und zack, sind wir wieder bei unserer nächsten Kampagne.
So schnell kann es gehen vorne. Vom Garten kriegt man einen harten und dann rennt man wieder rein und ist dann in der Nähe des Grabmals. Robin Klopper, dankeschön für dein Cheering. Danke, danke. Das Grabmal des Sageras, Kapitel 3. Wenige Augenblicke später machen sich Maiev und ihre Wächterin kurz hinter dem Eingang des in dunkle Schatten getauchten Grabmals auf einen Hinterhalt gefasst. Sie machen sich auf einen Hinterhalt gefasst, also stellen wir dem Hinterhalt einen Hinterhalt. Wenn das nicht geil ist, weiß ich auch nicht. Hast du den Baum abgefackelt? Vielleicht auch das, ne? Dann kam ein Baum und ich musste ihn verbrennen. Jetzt erstmal Grabmal Temok Boys, ihr wisst Bescheid, Hinterhalt ist gestellt. Wir legen los. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache, Herrin. Es ist zu still. Mir ist, als liefen wir in eine Falle. Dennoch müssen wir weiter, Naisha. Wenn Illidan findet, was er sucht, könnte er... Halt! Seht nur! Seltsam. Das sind Ork-Runen. Gul'dan muss sie geschrieben haben, als er dieses Grabmal vor 20 Jahren erstmals öffnete. Was bedeuten sie? Offenbar hat er seine Reise durch die Tiefen des Grabmals mit diesen Runen dokumentiert. Rasch, ihr Narren! Schwärmt aus und sucht den Hauptdurchgang! Wir müssen die Kammer des Auges erreichen, bevor die Wächter des Grabmals erwachen. Erbärmliche Feiglinge. Ich sagte Bewegung. Nun, Sageras, werde ich den Rest eurer Macht für mich fordern und diese elende Welt in die Knie zwingen. Wer weiß, was Gul'dan und seine Lakaien an diesem finsteren Ort geweckt haben. Seid vorsichtig. Oh oh. Wer weiß, was hier entfesselt wurde im Grabmal. Dieser Tornado, meinst du, Ferdis, ne? In Westfall. Der kam erst mit Cutter, ja, wo er alles verrückt gespielt hat, ne? Die Welt, die Elemente, das alles, was Todesschwinge deiner Welt zugefügt hat. Und das war dann die Antwort, so die Naturkatastrophen, wie wir es bei uns ja auch kennen. Die zweite Story, oder der zweite Teil der Story vom Zwergischen Lord, und dann stürmen wir das Grabmal. Dann bin ich auf die rutschige Leiter geklettert, auf der höchsten Sprosse abgerutscht, konnte mich gerade so an einem dornigen Ast festhalten, und ich habe ja aktuell ein bisschen Dyshydrosis, also raue Haut, und dann verfing sich eine Dorne im Finger. Ende vom Lied, mir fehlt jetzt ein ganzes Stück Haut vom inneren Mittelfinger. Geil, ja? Wird eine Kriegsnarbe. Kannst du eine coole Geschichte zu ausdenken, wobei die schon sehr cool ist, aber so ein Kampf mit einem Tiger kommt bestimmt noch geiler dann beim Storytelling. So, benutzt Mais Fähigkeit Blinzeln, um Gruben und Barrieren zu überwinden. Oh, das mache ich aber gerne. Seht ihr, dafür haben wir geübt, Freunde. Crazy. Ich bin so ein krasser Blinzler. Und jetzt muss ich hier warten. Kein Mana mehr, Leute. Tschüss. Ihr müsst jetzt alleine weiter. Ach, es ist traurig, ne? Die Runen im Grabmal sind nice. Ja, wer es vielleicht nicht kennen sollte, und da hatten wir auch immer einige Experten im Raid, diese Runen sind auch im wahren Grabmal, im Raid in WoW zu finden, das ja mit Legion dann kam. Und wenn ihr die benutzt, werdet ihr zu Gul'dan und könnt eure Gruppenmitglieder angreifen. Und das... Ihr Sterblichen, niemand entweiht das Grabmal des Sageras. Hat ordentlichen Schaden verursacht, tatsächlich. Sagt die Grabmalwächter, weg mit denen. Maiev kommt nicht durch. Maiev wird nicht durchgelassen, denkt sich, nö, Leute, ich bleib hier stehen im Feuerregen. Ich tank das, ich bin eigentlich Monk. Ich staffel das lieber. Hä, als ob sie Maiev hier nie durchlassen, Mann. Das gibt's doch nicht. Das war eben schon so. Liebe Elfen, da müssen wir uns ein bisschen bessern hier gemeinsam. Boah, aber die Grabmalwächter sind auch nicht ohne, ne? Oh, Junge, guckt euch die Muskeln an hier. Flügelmuskeln haben die sogar. Er hat euer Chicken Wing eine bessere körperliche Verfassung als ihr selber, müsst ihr euch vorstellen. Ganz, ganz crazy. Ein Tiger, ich wohne auf dem Land, das ist nicht realistisch. Es war ein Bison, eine Herde war es. Eine seltene, riesige Bison-Gartenherde. Die gefährlichsten von allen. Stört die, Hallöchen. Grüße. So, ich will auch ein bisschen erkunden. Hier haben wir auch wieder Statuen, hier haben wir verschiedene Legionsdiener, allerdings relativ... Hey, Maiev, sie kommt nicht klar, ne, mit der Aufstellung ihres Teams hier. Allerdings zum Glück relativ vereinzelt und verstreut, wie groß hier halt wirklich alles ist, ne? Wie groß diese ganze Architektur hier ist. Wir müssen ja Ork-Runen auch sammeln letztendlich.
wenn wir welche finden. Seit 3 Wochen krank dein Warcraft Gaming ist. Ha, wieso hat's nicht weitergelesen? Balsam, danke, wären die nächsten beiden Worte gewesen. Ist Balsam Schimpfwort in irgendeiner Sprache, dass der Bot sich da herstellt? Gottes Willen. Uschi Puschi, seit 3 Wochen, dann hoffe ich aber auf dem Weg der Besserung und in der schönen Genesungsphase. Freut mich sehr zu hören und natürlich freue mich auch deine 15 Euro auf meinen verdammten Grabmalnacken. Ich danke dir sehr für deinen Support. Schön, dass du mit dabei bist. Und ich glaube, ich laufe jetzt die Treppe wieder runter, ne? Es war total geil. Ich war jetzt so verwirrt, dass der Bot nicht weitergelesen hat. Ansonsten wisst ihr, würden mir solche Fehler natürlich nicht passieren. Bäm, eine Rune. Cool. Und ich kann jetzt hier alleine weiter. Ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt. Aber zumindest unsere Bogenschützen können mitschießen. Das ist auch toll. Voidi, hallöle. Grüße, Balsamist, neuer Charname. Ja, ganz, ganz fieses Wort. Da muss man aufpassen, dass man nicht sofort gebannt wird. Noch eine Rune. Mehr Wächter? Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, was ich hier mache, aber es ist sehr risikoreich und darum natürlich eine hervorragende Aufgabe für mich. Die Allianz benutzt Heilbalsam, ja, die miesen Piraten in Freihafen vor allem. Ja, es ist ein Schimpfwort bei der Horde. Das ist wahr. Und RoboSilvi ist ja unser Bot, deswegen macht das auch Sinn. Oha, da müssen wir aber Fähigkeiten benutzen hier. Bam, schön den Giftdolch. Und er hatte auch schon keine Chance mehr, hör mal. Röms, Herr Wächter, auf Wiedersehen. Rune der Heilung. Und das war's jetzt, oder was? Hä? Hier muss doch irgendwas sein. Das war's? Oh. Ja. Hui. Das habe ich jetzt nicht erwartet unbedingt. Da können wir uns hoffentlich rüberblinken, ohne dass der uns mit seinem Hammer zu Brei verarbeitet. Gottes Willen. Dominik, hi, bin jetzt endlich mit dem Abi fertig. Glückwunsch, nicht schön, aber lang. War auch mein Motto. Danke für den Content. Hilft sehr gut als Abwechslung zum Lernen. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr zu hören. So, einmal rüber hier und ein Schattenkugel. Das ist ein Stück von Gul'dans Schattenkugel. Ah. Er muss sie versehentlich zerbrochen haben. Oh oh. Wenn wir die anderen Stücke finden, könnten wir sie wieder zusammensetzen und ihre Macht nutzen. Ich habe Angst. Und Maya für immer engagen. Stop. Don't do it. Oh mein Gott, warum? Blink dich wieder rüber. In Sicherheit. Oh Gott, das ist keine Sicherheit. Scheiße. Aus den Augen, aus dem Sinn. Okay, wir haben ein Schattenkugelfragment. Vom Schattenrad erhöht den Angriffsschaden um 1. Ah ja, und so mehr wir davon sammeln, umso mehr können wir unseren Schaden auch pushen. Okay, ja, good to know. Good to know, bisschen Bonus-Damage und eine coole kreisende Illusion nehmen wir natürlich gerne mit rein in die Olle. Immer engage, immer nach vorne. Gar kein Problem. One-on-one-me, Grubenlord, ne? Fight me on Soundcloud und so weiter. Naulex, salüde. Sharky auch da. Wir sind gerade im Grabmal, Sharky. Wenn du einen Char hast, du weißt, Gruppe LOL, serverübergreifend. Wir holen uns ein bisschen Dämonen-T-Mock hier ab, hör mal. Geile Sache. Ragodox, 8 Monate, auch geile Sache. Ich danke dir. Danke, danke. So, ich werde jetzt nicht den Fehler machen und immer wieder dieselben Treppen. Nochmal. Ich höre die Stimmen unserer Mitstreiter auf der anderen Seite dieser Barriere. Ah. Zerstören wir sie, dann könnt ihr zu uns stoßen und uns bei der Jagd nach Illidan helfen. Yeah, oder ist es eine Falle? Meine Kraft gehört euch. Oh, es ist keine Falle. Es sind unsere Clown-Druiden. Mega. Aber Leute, ohne Witz, ich weiß nicht, ob ihr es gerade gesehen habt. So geil, wie ich diese Gestalt, wie auch die Bärengestalt finde, ja. Aber seht ihr diese Blätter, die dabei runterfallen? Die hätte man sich schon schenken können, oder? So, die sehen ja mega kacke aus. Guck mal. Gottes Willen. Okay, bin verwirrt von den Blättern. Gut, die Druiden wissen wir, wir behalten die Druiden, weil die können sie auch super buffen. Wir behalten auch einen in dieser Form, kann auch ein bisschen heilen und so. Ganz cool. Frage ist, ist hier noch was? Wenn die hier eingesperrt waren, dann haben die doch wohl alles mitgenommen, oder? Da war noch eine Rune. Hältchen Grenzen, okay. Hält sich sehr, sehr in Grenzen. Die Clown-Druiden wieder. Genauso. Genauso. Wo setzt du mit dem Motto nicht schön, aber lang noch so an? Oh, du, das können wir nach 22 Uhr mal besprechen. Oh. Wow. Okay. Wo war das jetzt? Da? Okay, ja, ich habe gar keinen Plan. Also wenn sie eins hier gut hinbekommen haben, dann, dass ich absolut keinen Plan habe, wo genau ich hier gerade langlaufe. Dann gehen wir jetzt wieder runter.
Finde es auch super, dass sowohl Majev als auch unser Tankbär hinten laufen. So sieht das auch aus, wenn Bolias tankt und eigentlich keinen Bock hat. Dann ist er immer hinten. Dann müssen wir immer pullen und dann nimmt er uns die Aggro irgendwann ab, wenn er gnädig drauf ist. Sehr, sehr sad. Du kannst da Steine zerstören, um neu. Auch noch, um Gottes Willen, siehst du. Dankeschön für den Tipp. Mann, was man nicht alles beachten kann. Da ist ein Grabmalwächter. Können ihn unsere Bogenschützen von hier? Oh ja, ach, guck mal. Guck mal, ich meine, wir müssen mit Maiev dann so oder so rüber, nehme ich mal an. Und dann können wir da ein weiteres Fragment. Und was ist denn das? Habt ihr das gesehen gerade? Ring des Schutzes, cool. Was war das für ein Echsenvieh? Und wo ist es? Da! Was ist das denn? Ich kann es nicht sehen. So. Das ist eine Kragenechse. Die gibt es wirklich, ne? Die so das aufstellen und dann so rumspucken. Skink. Skink. Ich bin Skink-Fan. Und wir haben ein weiteres Kugelfragment. Sehr schön. Und vielleicht kann ich ja gleich... Ah, Big Porter Play. Easy Game. Easy Game, okay. Das heißt, wir gehen hier oben noch ein Stückchen weiter. Wo du die Clown-Ruinen gefunden hast, gibt es auch noch ein Fragment. Gibt es auch noch ein. Siehst du, ich dachte, da ist nur so eine Heilkugel. Dann bestimmt hier rüber porten und da so runter oder so. Na, dann gucken wir nochmal. Nur die Heilrune wäre mir jetzt nicht so... interessant erschienen. Oh, ist sogar eine Mana-Rune. Okay, nehme ich alles zurück. Die Mana-Rune ist natürlich... Hä? So, sehr wichtig. Guckt mal. Löwenzahn. Geil, Peter Lustig. Ach Mensch, letztens erst wieder ein Hörbuch auf YouTube gefunden. Toll. Good old Bärstadt. Nächstes Fragment. Unsere Macht wächst. Bald sind wir ein Ork. Ein wahrer Ork. Voll toll. Gorlak, hi, kommt noch Ali-Seite. Ist ja Ali-Seite, ne? Guck mal, wir haben viele Hunter dabei, ein paar Druiden, wir haben sogar einen Dudu-Tank, ne? Voll schön. Voll schön, voll schön. Schokoriegel, Hallöchen. Ich habe mir vorgenommen, durch Twitch zu gehen und Nettigkeiten zu verbreiten. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Dankeschön, lieber Schokoriegel. Wünsche ich dir auch. Sie blind in den Tod geführt. Und sie dürsten immer noch nach Rache. Ja, das ist auch wenig verwunderlich, wenn man in den Tod geführt und dann zurückgelassen wurde. Wäre ich vermutlich auch eine Weile ein bisschen pissed auf die, die dafür verantwortlich sind. Finde aber die Architektur nach wie vor cool, überall mit diesem Wasser. Ich mag ja Wasser. Ich mag die Tiefsee nicht. Ich mag auch keine Haie und so, aber Wasser an sich, so Brunnenanlagen und so. Cool. Und neue Runen haben wir. Runen, Runen. Da, noch mehr von Guldans Glyphen. Interessant. Sie führen seine Geschichte fort. Verfluchte, hirnlose Schwächlinge. Wahrscheinlich sind sie inzwischen alle tot. Dennoch muss ich weiter. Meine Macht allein sollte ausreichen, dass... Hm. Dieses Gelächter. Seid ihr das, Sageras? Wollt ihr mich verspotten? Wir werden ja sehen, wer zuletzt lacht, Dämon, wenn ich euer brennendes Auge für mich beanspruche. Wieder hat er ein rätselhaftes Auge erwähnt. Was mag das sein? Zweifellos ein Artefakt. Es muss eine ungeheure dämonische Macht besessen haben, dass es Gul'dan so anlocken konnte. Ja, wer auch immer bei den Dämonen die Kameraführung macht, ne, den würde ich auf jeden Fall feuern. Oder ihm ein bisschen Zucker geben. Schokoriegel, 4 Monate, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Ihr meintet, hier ist noch eine Rune bei dem Wasserfall oder meintet ihr die da? Oder wo? Nicht, dass ich jetzt voll eine vergessen habe. Aber das passt ja auch gerade zu dem Storytelling. Ne, ihr werdet schon meckern und schreien, wenn es so sein sollte, ne? Ganz sad. Schöne Matschauge, Junge. Pollenallergie lässt grüßen. Beim Wasserfall links. Links... Da von, wenn du blinkst, am Weg links beim Wasser. Meint ihr hier? Da so, oder was? Ah, ich gucke nochmal zurück. Üff. Was für Üff? Ey! Hallo? Das ist voll nicht so leid. Ach so, wenn ich hier blinke, meint ihr? Wenn ich hier rübergehe, oder was? Was ist denn jetzt? Wo ist sie hin? Wait. Wait. Halt da auf dem Übergang. Ach. Ey, ihr meint diese Rune. Mann, ich habe nach diesen roten Ork-Runen hier geschaut. Ey, es ist aber auch fies, oder? Haben wir 2 Sorten Runen hier? Und dann port ich mit Maiev dahin und sie steht da unten? Also das ist, hör mal. Das ist nicht sehr Mage-Main-lastig. Was ist denn hier los? Meereselementar. Einsiedler der Sturmreiter. Wie die sich ja aber bequem machen, ne?
Gibt's erstmal schön auf den Kopf vorne hier. Zack, Dolchfächer. Einwandfrei und hätte die Kleine noch ein Giftdolch ab hier. Zack. Das läuft da bei uns. Die Big Plays. Wahnsinn. Wahnsinn. Meine Grammatik ist gerade aber auch kacke. Du hast gar kein Problem. Wir haben es ja verstanden. Dann ist das ja überhaupt kein Ding. So, da ist noch ein Fragment. Seht ihr? Zusammen wird das sogar was hier mit ein paar mehr Fragmenten. Also ich will jetzt auch nicht unbedingt alle kriegen, aber die wir natürlich finden, die nehmen wir auch mit. So, bam, einmal rüber. Sehr schön. Optionale Quest aktualisiert. Da dachte er, er wäre der Letzte seines Clans. Ja, du, spätestens wenn wir hier durch sind. Wenn sich dann noch einer irgendwo versteckt hat, dann ist das mit Sicherheit. Ansonsten wird, oh, platt gemacht. Epische Todeswache. Unsere Krieger greifen den Feind an. Holla. Aber sehr episch hier, der Kollege. Hör mal. Unsere Bogenschützen tanken das Feuer. Und unser Bär die Wache. Ich finde das Debuff-Zeichen auch sehr schön. Batman-Cosplay-mäßig. Okay, das war die epische Todeswache. Cool, Grube von Saron ist halt ganz, ganz schlimm. Ja, vor allem, wenn du eine Gruppe hast, die das nicht kennt, was bei Bordica durchaus vorkommen kann, ist ja ein bisschen her, das Addon. Die Dungeons an sich, die letzten drei, die vor ICC dann kamen. Seelenschmiede, Grube und Hallen der Reflexion sowieso nicht so bekannt und beliebt. Da ist das immer schwierig, ne? Nicht beliebt, aber beleibt dafür. Das ist der wichtige Unterschied. Der letzte Pilger, hallöchen. Grüße, Grüße. So. Ich rechne eigentlich damit, dass wir... Oha. Seltsam. Eine Statue von Ashara, der großen Königin alter Zeiten. Sie hat unser Volk ins Verderben geführt, als sie sich mit Sargeras und der brennenden Legion einließ. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hatte sie Beine. Sie sieht mehr aus wie eine Naga als eine von uns. Könnten diese schändlichen Schlangen einen Grund haben, unsere Königin zu verehren? Ich weiß nicht, Naisha, aber ihr Bildnis jagt mir einen Schauer über den Rücken. Bruder, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hattest du da nicht Beine? Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Wisst ihr übrigens noch gestern, als ich meinte, voll seltsam, die letzten Tage alle Streams mit 0% irgendwie Datenverlust oder so. Und gestern habe ich es gesagt und heute haben wir wieder Datenverlust. Solltet ihr also kleine Relax haben oder so, dann liegt das wieder an, keine Ahnung, meinem Internet, den Servern oder sonst was. Ist auch im 0-Komma-Bereich, sollte also nicht so auffällig sein. Aber nur mal, ne, man sollte es nie erwähnen, sonst kann man den nächsten Tag wieder gleich vergessen. Ach man. So, Hydras haben wir auch, alles was hier die See zu bieten hat. Ich mag diese Naga, naja, Architektur kann man es nicht nennen, ne, aber dieses ganze Meeresgelöt, was ja mit denen zusammenhängt. Hallo! Oh, die ist aber auch cool. Ey, ich bin richtig mad, dass manche Modelle hier cooler aussehen als die in WoW, hör mal. Und wir haben schöne Hydras, finde ich, auch die HD-Sachen, ne? Das ist aber gar nicht nett, hör mal. Finde ich sehr, sehr obstrus. So, so wollte ich das nämlich sagen. Zerstört diese Barriere, damit unsere Verbündeten auf der anderen Seite zu uns stoßen können. Boah, was denn das? Alter, Drachenschildkröte, das als Panda Mount. Junge, das ist der verdammte Teufel, guckt euch die Augen an. Leute, völlig verrückt, Junge. Ist viel gut. Hallöchen. Grüße. Dieses Naga-Gelöt, die Naga-Architektur. Du meinst die Korallen. So, eine Anemone, meine ich. Anemone, so sieht's aus, für den Nemo-Style. Wir haben Level Up. Mehr Dolchfächer für uns und eine Rune mit Heilungseffekten. Sehr schön. Ultarion, 3 Monate. Danke dir. Ja, Kresh war auch dabei. Ich bin Kresh und ich wollte auch in Warcraft 3 sein. Finde ich super, dass wir an den gedacht haben. Grüße gehen raus an den Bruder Tenendo. Sehr, sehr wichtige Geschichte. Aber eben hat irgendwer was im Treppenhaus fallen lassen. Es war lauter als die Dryaden. Wirklich, die schreien hier alles zusammen. Jahrelang eingesperrt. Die Jagd ist eröffnet. Aber da sind wir. Der Spirit. Ganz wichtig. Okay, mehr Hydras. Wir wollen ja auch Maiev ein bisschen leveln. Wollen unseren Schattenkugeln ja was zu tun geben. Jetzt haben wir noch Dryaden dabei. Das ist richtig und wichtig. Oder wie man unter Wasser sagt, das ist Klippfisch. Auch das ist sehr essentiell. Und ich will immer durch diese Torbögen laufen. Ich weiß gar nicht warum. Die sind so einladend, Junge. Warum setzt man da einen Torbogen hin und dann kann man da nicht durchgehen? Was soll sowas? Als Tourist fühle ich mich da sehr, sehr getriggert. Kresh ist ausgewachsen. Ja, der ist von Satan besessen, Junge. Geil. Deine Beeren? Was? Wie? Oh. La, 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 la. No, ich habe meinen Clown-Druiden vergessen. Ist der andere echt schon tot? Wirklich? No, ich hab's nicht mitbekommen.
Unser Heiler ist down. Oh no. Oh, jetzt bin ich sad. Jetzt bin ich sad und will hier oben nochmal hochgehen. Oh, ja gut, dass wir neue Truppen bekommen haben. Seht ihr, so passe ich auf, wenn ich mir hier die Modelle angucke. Gottes Willen. Okay, da ist noch eine. Kriege ich zwei, Alter. Verdammter Faker, er muss brennen. Brenne im Feuer der Rechtschaffenheit. Maiev. Maiev kommt wieder nicht durch. Sie wollen auch durch den Torbogen, ne? Aber sie können nicht. Kein Problem. Heilsalbe. Das Inventar ist voll. Inventar ist voll. Ja, dann keine Heilsalbe. So, Salbe ist für die Schwachen. Ganz klar. Belassen wir aber keine Salbe, ne? Sind ja nicht hier in Freihafen unterwegs. Erstmal schön Beeren sammeln. Ja, die Blaubeeren, die Brombeeren, die Dudubeeren. Das sind so die Klassiker, die man als Kind auch aus dem Wald mal mitgebracht hat. Haben wir zumindest ganz früher gemacht. Bis dann hieß Fuchsbandwurm, Fuchsbandwurm überall. Dann haben wir das nicht mehr gemacht. Aber ja, ansonsten sind wir im Wald und haben gefressen, ne? Gefressen, was nicht bei drei auf dem Baum war. Den Fuchs gleich mit, Junge. Kam gar nicht zum Bandwurm. Gleich den Fuchs verschlungen mit Haut und Haar. So speist man im Osten, hör mal. Okay, Maiev könnte da wieder rüber. Als ob ich jetzt echt den Tipp kriege. Wow, das ist ja so idiotensicher. Das ist ja mega geil. Das ist echt essentiell. Okay, einmal der Schalter. Jetzt eine Brücke ausgefahren. Das ist ja toll. Mensch, eine Brücke nur für uns. Ihr habt im Wald Beeren gegessen, alles. Alles, alles. Kennt ihr diese Witcher-Mission, wo man die Ziege zurückbringen muss zum Weideler? Wo dann auch diese eine Höhle mit dem Bären ist so. Und da haben wir drin gewartet, bis er zurückkam und ihn sofort aufgefressen. Guti, mehr Schildkröten für uns. Und dann sind wir auch schon mit der guten linken Hälfte der Map durch, Alter. Das Grabmal ist wirklich keine kleine Map, möchte ich mal anmerken. Und unser Bär läuft rum. Der findet zumindest Wege, ne? Nicht wie Maiev irgendwie, sondern er findet Wege. Du hast einen hinten vergessen auch noch. Das Ding ist, ich habe schon immer ein Auge auf die Map, ne? Ob ich irgendwo einen stehen lasse. Die markieren jetzt erstmal wieder alle und packen die in eine Gruppe. So, dann vergesse ich auch keinen mehr. Dankeschön für den Hinweis. Ey, seht ihr das so? Oha, verwirrend ist das. Keinen Schritt weiter, kleine Wächterin. Euer teures Nachtelfenrecht hat hier keine Gültigkeit. Was wisst ihr schon von uns oder unserem Recht, Naga-Hexe? Oh, meine Teuerste. Wir Naga waren einst Nachtelfen. Wir waren Asharas Erwählte, die Hochgeborenen, in das grausame Meer verbannt, als der Brunnen der Ewigkeit um uns implodierte. Boah. Unmöglich. Hallo. Verflucht, verwandelt. Wir haben 10.000 Jahre darauf gewartet, unseren rechtmäßigen Platz in der Welt wieder einzunehmen. Und das werden wir nun mit Lord Illidans Hilfe. Nur über meine Leiche. Euer Mut ist bewundernswert. Wird euch aber nichts nützen. Tschüss. Ansage machen und sich da... Wow, Alter, der Twisterbär, um Gottes Willen. Ja, Ansage machen und dann verpissen, fühle ich auf spiritueller Ebene. Und wir schlachten jetzt natürlich die nächsten Naga. Lady Varsh, kennen wir auch sehr genau. Grüße an den Echsenkessel. Was habe ich da dieses verdammte Pet gefarmt und was haben wir da stellenweise mit unseren Kacktwings zum Geburtstagsevent tryharden müssen? Gottes Willen. So, Stufen. Hier sind da bestimmt auch wieder tausende Wege für Maiev noch offen, oder? Wobei, ne, hier sind nur Steine. Gut, ich wollte ja jetzt auch nicht stundenlang alles absuchen. Wir machen ja kein 100% Run. Wollen ja auch ein bisschen vorankommen. Atoru, hallöchen. Grüße dich, grüße dich. Ich finde es auch schön, dass wir die Fackeln angelassen haben, zumindest, ne? Dadurch können wir... Zerstört diese Barriere, damit unsere Verbündeten auf der anderen Seite zu uns stoßen können. Bisschen was sehen. Was kriegen wir denn jetzt noch? Oh, ich finde die so schön. Die Krallendruiden, die finde ich so schön. Boah, der Stab alleine. Die Details, Junge. Das Holz hier in der Armschiene. Das finde ich mega geil. Wirklich, wir brauchen mehr Druidensets mit Holz. Ich finde die total nice. So, wir setzen erstmal alle wieder auf die 1. Dann machen wir das Tor kaputt. Oder gucken wir so ein Stückchen nach oben. Hallo, ich bin's. Okay, da kann ich wieder runterblinzeln. Da haben wir eine Hydra. Ja gut, die kriegen wir platt, oder? Röms, Maiev, let's go. Eine Hydra. Hier kommen schön mit dem Giftdolch einmal rein. Ich möchte euch gerne mal auf das Debuff-Symbol hinweisen. Was ich sehr seltsam finde. Aber
Gut, hier eben so eine Debuff-Anzeige. Klare Geschichte. Die Malfurion-Cosplayer, ja. Was denn jetzt? Oh, die Hydra war schwanger, Leute. Lass mal durchfächern hier, die Kollegen, dass wir wissen, woran sie sind. Und auf Wiedersehen. Okay. Ein Schrittchen hoch. Eine Rune und tausende Fässer. Mein Inventar ist halt voll, ne? Das heißt, hier muss jetzt der übertrieben nice Super-Loot drin sein. Dass ich auch tausendprozentig sagen kann, okay, das hat sich jetzt gelohnt. Aha, okay. Oder wir kriegen weiteres Fragment. Das ist natürlich auch gut. Das macht uns das Ganze erheblich einfacher. Kann ich jetzt gleich wieder darüber? Oh, ist das eine tolle Fähigkeit. Ich bin ja Fan, hör mal. Ich bin ja Fan. Wer was für eine Traditionsrüstung? Ja, so druidisch ist halt wieder schwierig, ne? Wenn du ins Druidische gehst, dann fehlt dieser priesterliche Anteil. Machst du es andersrum, fehlt dieses Natürliche. Sicherlich auch stark abhängig davon, wie sich die Führungsriege der Nachtelfen jetzt weiterentwickelt. Mit Hinblick auf Shadowlands und Tyrande. Ja, ich gehe mal stark davon aus, dass sie nicht zuletzt deswegen darauf gewartet haben, weil was willst du jetzt auch für eine Questreihe für die Nachtelfen machen, ne? Irgendwie Asche von Teldrassil sammeln oder so? Da muss ja generell erstmal ein neuer Storystrang her, um da irgendwas zu machen. Wobei ich so eine Rückkehr jetzt zu Teldrassil, zu diesem Stamm oder so, irgendwas Verbranntes, ja, die Überreste von Darnassus, keine Ahnung. So, fände ich auch cool, sowas zu besuchen. Und wird vermutlich ein bisschen Wein dabei. Wird mir so eine Träne am Bein runterlaufen, wenn ihr wisst, was ich meine. Nachtelfen werden eh bald gelöscht. OMG. No. No, bei Nachtelfen ist immer schwierig, ne? Auch mit dem größten Hordenhass, den ich aufbringen kann. Also dem Hass als Hordler. Aber das war halt auch mein Anfang, ne? Ohne Nachtelfen wäre ich vielleicht heute auch nicht hier, Mann. So sad. Wer würde dann durchs Grab mal laufen, ey? Wer, wenn nicht wir? Habe ich genug Mana? Wollte ich sagen, nehmen wir trotzdem mit, ne? Wir gönnen uns jetzt auch diese Naga. Soll die Allianz nicht eh rausgepatcht werden? Ja, aber nicht alle. Boah, die guckt ihr jetzt schon mal unsere Schlachtfeldwartezeiten an. Und dann verlieren wir die auch noch, Junge. Was soll das denn werden? Mann, Shaya, grüße dich. Ja, Lüde. Shaya, wie sieht das aus bei dir momentan in der Situation? Ich meine, das ist bestimmt nicht so cool, oder? So aktuell. Herr Amphetamino, 11 Monate, Hallöchen. Und Dankeschön für deinen Support. Das freut mich. Ich singe heute irgendwie übermäßig viel. Das stört mich sehr. Seht, Herrin, noch mehr von Gul'dans Glyphen. Sein Bericht wird immer verzweifelter. Hier steht... Ein Hinterhalt der Wächter. Ich sterbe. Hätten meine Diener mich nicht verlassen, wäre das Auge mein und... Verdammt sollt ihr sein, Sargeras. So gebe ich mich nicht geschlagen. Ich bin Gul'dan. Ich bin die Inkarnation der Dunkelheit. So kann es nicht enden. Weiter ist er nicht gekommen. Die Runen hören einfach auf. Ich kann mir kaum vorstellen, welchen Schrecken Gul'dan in seinen letzten Augenblicken gegenüberstand. Uff, Gul'dan muss man auf jeden Fall erstmal Angst machen. Ne? Zwergischer Lord, mach's gut. Haduro, Hallöchen. Haduro, Kaduro. Kann ich mal Buchstaben mehr lesen, seht ihr? Ganz belassen. Was sieht nicht gut aus bei mir? Wenn ich nicht geträumt habe, und ich hoffe, das habe ich nicht, warst du da auch im Fahrerlogistikbereich, oder? Und wenn ich da so die Mitschnitte von Interviews denke von einigen in diesen Berufsfeldern der letzten Zeit, dann hätte ich jetzt gesagt, oh, Bruder, bestimmt gut zu tun aktuell. Keldan, hallöle, ich grüße dich, ich grüße dich. So, Freunde, wir haben die Runen, wir haben ein schweres verfallenes Tor, das erste seiner Art, wenn ich mich nicht irre. Und wir haben das Ende von Gul'dans Geschichte. Ja, zumindest was die Runen angeht. Mal sehen, wo wir möglicherweise noch was anderes finden. So ein Zehennagel von Gul'dan. Ja, ein abgeknipster Fingernagel. Wir öffnen das Tor. Bam. Bam. Ich bin der Bär auf jeden Fall. Bam. Wir öffnen das Tor, indem wir es komplett zerstören. Ganz wichtig. Also wenn Gul'dan kurz davor war zu sterben, wieso schreibt er dann noch mit Runen seine Geschichte auf? Ja, du so als Abschiedsbrief quasi, ja. Ja, war ich, aber bin auf Gelb zu Hause. Die rasten alle komplett aus und so doof, wie das auch klingt, das gebe ich mir nicht. Du, das kann ich auf jeden Fall auch voll verstehen. Deswegen hat es mich nur interessiert, weil ja, da so ein bisschen aus erster Hand das dann jetzt nachvollziehen konntest, ne.
Es ist Wahnsinn momentan. Es ist wirklich Wahnsinn. Die Runen gibt es auch in unserem Grabmal. Genau, das ist das mit dem Gul'dan verwandeln. Great, mein Lieber. Guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Wir sind im Grabmal. Du hast die Run-Einladungen leider verpasst. Aber ist kein Problem. Wir schaffen es bisher auch ganz gut so. Und wir gucken uns auch erstmal hier noch um. Weil hier ist doch tausendprozentig noch ein Schattenkugelfragment. So, da ist es nicht. Ist es vielleicht da drin? Nein, ist es da drin? Wir 30.000 Nachtelfen irgendwie in diesem engen Gang lang creepen. Um diese eine Rune hier mitzunehmen. Rune der Wildnis, Maiev, come on. Das ist jetzt nicht ganz das, was ich erwartet habe, aber okay. Okay. Und was haben sie da hinten in den Kisten? Oh, da ist meine Furbolg-Verwandlungsrune drin. Ach so, ja. Dann müssen wir aufpassen. Vorsicht, zerbrechlich draufschreiben. Und dann läuft das. Okay, da kann Maiev runter. Sexy Transformation, ja. Boss Trafo, sein Vater, ey. Was zum Teufel? Okay. Kriegt ihr es hin, euch hier bitte zu bewegen, dass ich Maiev da runterkriege, Leute? Das wäre echt toll. Boah, also was mir an Warcraft am meisten auf den Sack geht, ne? Das ist echt, wie die Einheiten manchmal laufen. Ich meine, da bin ich auch selber schuld mit meiner Nullkoordinierung, aber... Leute, da sollten wir dankbar sein für alle, ich sag mal, moderneren Spiele, auch im Kern, im Gameplay-Kern moderneren Spiele, die das irgendwie ein bisschen nicer gemanagt kriegen. Gottes Willen, da hätte ich ja Herzanfälle bekommen, Junge, wenn ich da auch schon so aktiv gespielt hätte. So. Aber da war er ja noch zu jung, ne? Das damals ja gar nicht richtig. Ich höre dunkles Flüstern hinter diesem Tor. Das könnten Illidan und seine Handlanger sein. Mitbekommen. Ja, dann. Das letzte Tor, Leute. Wir haben sogar 6 Fragmente bekommen. Das sind 6 mehr, als ich erwartet habe. Wächterin Schattensang. Ihr habt es endlich geschafft. Ich habe euch erwartet. Ihr müsst für vieles büßen, Illidan. Ich bringe euch in eure Zelle zurück. Ihr seid doch nicht wirklich so naiv. Als ich die Macht von Gul'dans Schädel absorbierte, habe ich auch seine Erinnerungen geerbt. Ah. Besonders die an diesen Ort. Und an den dunklen Schatz, den er begehrte. Ja, die Macht von Sargeras. Ihr wollt sie für euch haben. Jene Macht ist unerreichbar für mich, kleine Wächterin. Aber das hier, das Auge von Sargeras, enthält alle Macht, die ich brauche, um diese elendige Welt ein für allemal von meinen Feinden zu befreien. Welch Ironie, dass ihr das erste Opfer sein werdet. Ihr seid wahnsinnig. Einsamkeit kann den Verstand zerstören. Da ihr mich lange Jahrhunderte in der Dunkelheit angekettet habt, ist es nur rechtens, dass ich euch ebenfalls begrabe. Ne. Müssen wir jetzt rausrennen? Aber... Verdammt! Ich muss Shandu Sturmkern vom Verrat seines Bruders berichten. Ich kann zwar entkommen, doch ich fürchte, für euch anderen gibt es keinen Weg hinaus. Geht, Herrin. Die Göttin wird uns den Weg ins Jenseits erhellen. Ich werde euch nie vergessen, Schwestern. Ihr sollt gerecht werden. Das schwöre ich. Uff. Jetzt muss ich einen Weg hinausfinden, bevor dieses verfluchte Grabmal im Meer versinkt. Uff, uff. Okay, Flucht aus dem Grabmal. Schalala. Lala, lasst mich leben, ich muss hier raus. Ah! Gottes Willen. Okay. Ja, jetzt vielleicht auch die Frage dahingehend beantwortet, ja, die sich viele gestellt haben, warum wir eigentlich auch Nachtelfengeister im Grabmal unter anderem haben. Oder komme ich nicht durch? Blinkt er. Ah! Wie schnell sie flitzt. Neum. Ich hab den Herd angelassen. Mutti, Hilfe. Shit. Ja, viele Nachtelfengeister, ne? Früher natürlich eine entsprechende Tempelanlage schon gewesen. Und dann jetzt hier die restlichen Truppen von Maiev. Das erledigt natürlich das Übrige. Oh mein Gott. Wo kommen die ganzen Schildkröten her? Wir waren hier doch schon öfter. Oh nee. Oh, vor allem öfter. Wir waren hier vorhin schon. Ich habe CDs, Leute. Ich habe Cooldowns. Ihr muss hier raus. Okay, hier ist ruhig. Hier ist schön.
kommen sogar Sonnenstrahlen durch, das ist super. Und wir haben noch über 3 Minuten, bis hier alles zu Bruch geht. Das ist super, dass die Katastrophen-Nachtelfenämter das direkt berechnet haben. Große Heilung nehme ich gerne. Hier ist die Statue. Hier können wir bestimmt außen rum, oder? Nee, können wir nicht. Oh no. Durch hier. Heilung. Weg. Was war eine miese Mission, Mann. Und unsere ganzen Truppen lassen wir zurück. So sad. Wir versuchen mal außen rum. Da stehen auch welche. Oh no. Oh, die slowen uns mit ihrem ranzigen Brass oder was. Ich glaub's nicht. Komm, zu der Hune gehen wir schnell. Und dann porten wir uns einen Meter. So. Und weg. Und weg. Und weg. Und weg. Schnell. Ah, oh mein Gott. Diese Mission. Ah, oh. Oh, das sind ja unsere Krabbenviecher. Unsere, wie hießen die? Makura oder so. Ne, ey, die vergesse ich immer. Die haben wir über fucking all. Die hatten wir sogar in Dunkelküste damals schon, oder? Abschirmung finde ich auch cool. Zack, auf Wiedersehen. Oh ne, aber doch, wir können hier lang. Okay. La la. La 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 la. Oh no. Leave me alone. Oh Mann, ich komme nicht durch. Ey, wisst ihr noch damals, vor ungefähr 10 Minuten, als ich genau das gehatet habe, dass ich nirgendwo durch Einheiten komme? Aber wir haben es geschafft. Okay. Huh. Yeah! Ja, wir haben leider jetzt die Zeit nicht genutzt, die restlichen Kugeln zu finden, ne? Das stimmt eigentlich. Hätten wir das ruhig mal machen können. Traurig. Traurig, traurig. Wie im echten Leben trifft immer nur die kleinen Leute, ja, und die Reichen porten sich dann einfach woanders hin. Es ist immer wieder ein trauriges Schauspiel, wirklich. Okay, wir haben es geschafft. Das war auf jeden Fall eine der längeren Missionen, definitiv. Das ganze Grabmal da erkunden, Story von Gul'dan und so weiter und so fort. Ja, und unsere Einheiten... Wir müssen gucken, dass ihnen jetzt bei dieser Form des Hausarrestes nicht die Decke auf den Kopf fällt, ne? Ha! Ah, ich werde heute Nacht von wütenden Nachtelfengeistern heimgesucht werden, aber das war es mir wert. Gerade sagt Illidan, dass Sageras Kraft für ihn unerreichbar ist. Jetzt ist sie es ja. Statement, Illidan als Boss liegt möglich. Wer weiß, ob er nicht insgeheim, Illidan ja generell sehr, sehr schwer zu durchschauen, wie auch Sylvanas, aber nicht insgeheim seit jeher auf irgendwas hingearbeitet hat, und alle Aktionen mit uns nur Mittel zum Zweck waren. Wir werden sehen, wo es endet. Ja. Wir werden sehen. Machen jetzt erstmal weiter. Und zwar mit Kapitel 4, der Zorn des Verräters. Stunden später wankt Majew schwer verwundet und erschöpft in die relative Sicherheit ihres Stützpunktes zurück. Ja, ich hoffe mal, der steht auch noch. Ne? So gut haben wir den ja nicht gesichert. Oh oh. Spamme gerade die Inseln und mache jetzt eine Pause. Hoffe, allen geht es gut soweit. Allen geht es gut soweit. Bin ein bisschen traurig, habe gestern von meiner schwangeren Schwester erfahren, dass der Vater meines Neffen nicht bei der Geburt dabei sein darf wegen Corona. Bleibt gesund und munter. Ist halt mega traurig, aber gerade zur Liebe der Kinder, ja, muss man dann auf sowas verzichten. Ist natürlich super scheiße bei solchen Ereignissen, ja. Ärgerlicher als ein verschobenes Konzert oder so. Ach man, blöd gelaufen. Ja, bleibt sicher, bleibt gesund, liebe Leute. Sonst trifft euch unter anderem der Zorn des Verräters. Was ist passiert, Herrin? Wo sind Naisha und die anderen? Sie sind verloren. Illidan hat das Auge von Sageras gefunden und mit seiner Macht unsere Schwestern bei lebendigem Leibe vergraben. Jetzt will er uns auch noch ausschalten. Uns bleibt keine andere Möglichkeit, als nach Kalimdur zurückzusegeln und Shando Sturmgrim vor dem Plan seines Bruders zu warnen. Es ist zu spät, Herrin. Illidans Streitmacht ist hier. Wir können nicht entkommen. Aber vielleicht können wir Verstärkung rufen. Ruft die Botin. Sie muss die Küste erreichen und nach Kalimdor segeln. Mit etwas Glück trifft Shando Sturmgrim ein, bevor wir überwältigt werden. Beeilt euch, Schwester. Hm. Die Botin ist in Schwierigkeiten. Beschützt sie! Tor Elisar, Terranal! Okay. Ne. Muss ich eskortieren? Really? Alter, was war dieser Blitzeffekt? Holy fuck, die epileptischen Anfälle hier heute. Erst das Rot vorhin, jetzt sowas. Okay, die kann heilen. Das ist mega nice. Ein Albatros, können wir den töten? Frage für einen Freund. Bam. Oh. Oh. Okay, ich glaube, er ist in diese Palmen gestürzt. Das ist sehr wichtig. Der darf nicht weiterleben. Der kackt uns die ganze Basis voll. Die miese Ratte. Raymond, mach es gut. Mach's gut, mach's gut. So Geburten-Livestream, Alter.
Ah, die Technik nutzen, ne? Okay, wir müssen die Bootin eskortieren. Oh, die Blitze, ohne Witz, die sind echt böse. Die sind richtig böse und wir müssen natürlich außenrum. Es gibt keinen direkten Weg. Na gut, dann gehen wir außenrum. Wollen wir wieder ein Bärchen machen? Pass auf, wir machen ein Bärchen. Schicken das Bärchen am besten auch vorne weg. So, dass wir mal so ein bisschen Ordnung hier reinbekommen. Hier hinten, Bärchen vorne, Maje vorne. Kriegen wir das hin? Sieht gut aus, jawohl. Dann hier raus mit den Nagas. Was macht der denn da? Ja, das ist so typisch Beschäftigungstherapie, ne? Erinnert mich an die Geschichten von Ferdes manchmal, von den Amtsmannsnamen, Alter. Herrin, wir haben eine Grabungsstätte gefunden. Vielleicht birgt sie ein Artefakt unseres alten Königreichs. Durchsucht die Grabungsstätte. Wir nehmen uns, was immer wir finden können. So die Göttin will, ist etwas dabei, was wir gegen Illidan und seine Schlangen einsetzen können. Das ist hier ein Blink für alle. Das ist natürlich mega. Maßnahmen vom Amt, meine ich natürlich. Amtsmaßnahmen, Gottes Willen, Alter. Das war ein Knoten in der Zunge. Ich habe den Stab jetzt mal mitgenommen, weil der eben die ganze Gruppe teleportieren kann. Das finde ich sehr cool. Schnell zwischen ihrem Stützpunkt und der Bootin hin und her zu reisen. Wait, kann ich den immer noch nutzen? Ich kann hier Sachen rekrutieren. Oh, und ausbilden. Das wusste ich gar nicht. Hier stehen auch noch ein... Ach so. Ja, das muss... Und die Upgrades sind wieder weg, oder was? Ja, lol. Das muss einem ja auch erstmal gesagt werden. Oh, Mann. Na, ja, klasse, ey. Es ist mehr Holz. Oh, mein Gott. Okay, ja, good to know, würde ich sagen. Machen wir noch ein bisschen ins Holz hier, die Irwische. Oh, mein Gott, jetzt können wir alles nochmal erforschen, oder was? Wow, danke, Nachtelfen. Gottes Willen. Gottes Willen. Wo ist eigentlich Surama? Die Stadt steht doch direkt neben dem Grabmal. Haben wir davor erforscht tatsächlich. Sind wir, um zum Grabmal zu kommen, sind wir genau da lang gerannt. So, hier unten geht's auch zur Sache. Wow, okay. Unerwartet, wie krass der Stützpunkt auch mit einbezogen wird. Frage ist, kann ich jetzt alle hier hoch teleportieren? Nein, da können wir auch einfach da langlaufen, okay? Was natürlich cool wäre, wenn wir jetzt schon... am Dolchfächer, bam. Wenn wir jetzt schon Hippogreifenreiter machen könnten, dann könnten wir das wie in der Endmission der Nachtelfen machen, ne, und alle einfach runterschicken. So mit diesem Teleportieren, das geht ja mega auf den Sack. Forschung abgeschlossen. Aber wir gucken erstmal, wie weit wir kommen. Forschung abgeschlossen. Bin da an sich ganz guter Dinge, hör mal. So, auf... No! Das Pärchen. Es geht in die Lüfte. Es will hoch hinaus. Und hier kommen wir ja auch nicht durch, ne? Weil dieser Tunnel ist ja eingestürzt, wenn ich das vorhin richtig gesehen habe. Jetzt müssen wir noch immer wieder mal hier hochgucken. Forschung abgeschlossen. Und schauen, ob wir noch ein paar zusätzliche Verbesserungen gleich mit reinzimmern können. Es ist mehr Holz erforderlich. Ja, come on. In der Sekunde haben wir es gerade voll gehabt. Gottes Willen. Ja, wir stürmen erstmal die erste Basis hier. Wir gucken uns das mal genau an, wie das vonstatten geht. Und dann sehen wir ja, ob wir mehr Einheiten brauchen. Oder ob wir weniger brauchen. Na sehen. Aber ja, Surama Crate war vorhin kurz Thema. Auch mit Hinblick, wie diese Stadt, ja, diese Ruinen, dieses Imperium, wie wir es dann in Legion kennengelernt haben, wie das quasi verändert wurde im Laufe der Zeit. Ja, umgeschrieben, prunkvoller, bezeichnet, betitelt wurde, dann mit den Chroniken, gerade auch für Legion, den Raid und so weiter, ne? Das ist schon, boah, ey, diese Blitze, das ist schon interessant. Stab der Negation. Das ist bestimmt irgendwas mit Magic oder so. Sammelt Goldmünzen in der Tempelruine. Ein 500! Um weitere Verteidiger zu erzeugen. Haben wir echt Probleme mit der Defense? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen auf unserem Schwierigkeitsgrad. Guckt euch die mal an hier. Wenn sie von hier kommen, haben wir ein Problem, ne? Aber davon gehe ich gerade eigentlich nicht aus. Deswegen pumpen wir erstmal weiter ein paar Upgrades. Beziehungsweise können wir natürlich ein paar Bogenschützen noch dazu hämmern. Die kosten ja so wenig, hör mal. Da ballern wir hier noch 7 Bogenschützen und stellen die hier mit hin. Und dann haben wir auch im Zweifelsfall eine Nachhut. Total geil. Lala, mir kommt es übrigens so vor, als wären die mega langsam. Ich weiß nicht, ob das so sein soll mit unserer Botin hier. Und noch schlimmer finde ich irgendwie das Porträt von Maiev hier oben. Sieht aus wie Rey Mysterio so ein bisschen. Vom Wrestling, Junge. Mit so einer Maske. Heavy, sollte kein Problem sein. Gut, da müssen Forschung wir uns da nicht so groß drum kümmern. Schattensang. Ein Glück, dass wir euch gefunden haben. Ah. Gucke, wir kriegen Einheiten auch so mit dazu. Das ist super. Dann wachsen hier unsere Reihen. Das Einzige, was mich stört, ist immer noch der Bär, der hinten läuft. Aber auch das ist nichts Schlimmes. Lul. Cooler Move auf jeden Fall. Wir haben Brücken. 2 an der Zahl. Wie Magneto.
wie Magneto. Hier sind die Krabben, die kennen wir. Das sind die, mit denen wir später einmal die ganzen Schildkröten platt machen. Und hier sind wieder mehr Murlocs. Wie kommen wir hier denn hoch? Ich sehe den Aufgang immer gar nicht. Vermutlich hier irgendwo dann, ne? Kein Problem hier für unsere Dudus, Junge. Easy Game, da sind die Naga, jawohl. Raus mit die Viecher. Attacke, unsere Jägerin. Okay, die sollten ja auch nicht so das Problem sein. Dann können wir hier nochmal gucken, dass wir auch hier noch ein paar Verbesserungen freischalten. Und hier dürfen wir nicht genug Holz haben, ne? Ah, dieses Holz, Junge. Die 2-5, Alter. 2-5-7er sollten Recht behalten, ne? Holz ist wichtig. Holz ist sehr, sehr wichtig. Rostige Spitzhacke. Du, da will ich aber zumindest mal wissen, was das ist. Dann legen wir mal hier unseren Stärkehammer ab. Was macht das denn? Diese schwere Spitzhacke kann mit aller Kraft geschwungen werden. Erhöht die Angriffskraft, Alter. Angriffsschaden des Helden um 1. Gewährt eine Chance von 15%, den Gegner zu betäuben. Ja, ist aber geiler als so ein Stärkering, oder? Pferdes, mach es gut. Mach es gut, mach es gut. An der Minimap gibt es einen Button, dass alle Einheiten gleich schnell laufen. Meinst du das hier? Nee, das ist Signal, Gelände, Farbmodus. Ah, hier, meinst du das? Formationsbewegung, dass wir das quasi ein- und ausmachen können. Ah! Okay. Okay, das Problem ist jetzt halt, wenn wir das so machen. Vitaler Tipp, sehr informativ, dankeschön. Dann bleibt natürlich unsere Botin, die ein bisschen langsamer läuft, hinten. Ne? Das ist, denke ich, auch nicht die optimale Lösung. Ja, aber sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig zu wissen. Dankeschön. Unsere Krieger gut, greifen den Feind wie sieht's hier aus? Das ist nicht das Ding. Unsere Urturmbeschützer, Junge, die hauen rein. Die geben alles für uns hier an den mächtigen Verteidigungslinien. Haben wir noch eine Upgrade-Stufe mittlerweile auch verfügbar? Ach, gucke da. Wir könnten uns auch hier bis zum Geht nicht mehr vorbereiten. Aber wir schreien natürlich YOLO und sprinten einfach rein. Aber das ist schon mal gut zu wissen, dass ich mir das nicht nur einbilde, dass sie alle ein bisschen schlaksiger und tapsiger unterwegs sind. Oh, da kann Maiev aber sowas von jetzt rein durchfächern hier. Röms, Junge, schön den Multikill. Einmal die Reaper-Ult, liebe Leute. Overwatch-Event ist ja auch, ne? Die ist vielleicht verpasst haben. Kann man sich mal gönnen. So, das dürfte unsere letzte Ruine sein. Mit Reitern, mit Hippogreifen. Und Schiffen und Schleudern. Hallo. Forschung abgeschlossen. Ich bin's. Wer seid ihr? Elun sei Dank. Die Botin hat es geschafft. Sie hat die Küste erreicht. Ah. Unsere Eskorte hier. Schön. Das war die Geschichte. Flucht aufs Meer bringt die Nachtelfenbote in einem Transporter aufs Meer hinaus. Die Nachtelfenbote muss überleben. Euer Stützpunkt muss erhalten bleiben. Okay. Wir nehmen mal hier noch so ein Transportschiff, weil ich nicht weiß, ob alle da reinpassen. Und wir müssen halt auch gucken, dass wir da unten an die Goldmünzen rankommen. Ich weiß nur gerade noch nicht, wie wir das am dümmsten machen, Maie. Versuch mal hier bitte rumzukommen. Weil du kannst doch da bestimmt irgendwie oder hier. Das geht nicht. Dann müssen wir hier rumfahren oder was? Ich weiß gerade noch nicht, wie wir da jetzt unten rankommen sollen am blödesten. Ah, hier, nee. Von da aus doch auch nicht, oder? Soweit porten kann ich doch auch nicht, sicherlich. Nö. Hierhin auch nicht. Von hier aus, maybe. Hier ist ja noch so ein bisschen seichteres Wasser. So, hier auch nicht. Nein, gar nichts. Hä? Unsere Goldmine ist eingestürzt. Die Goldmine ist eingestürzt. No, die Irwische. Gottes Willen. Dann da ran und wir können hier noch ein paar Upgrades pumpen, nehme ich an. Sehr schön. Ja gut, dann steigen wir erstmal in die Bode. Vielleicht können wir es doch irgendwie umschippern, was ich jetzt noch nicht ganz erkennen kann. Ah, oder mit den Hippogreifen? Warte mal. Unser heiliger Hain wird entweiht. Mit den Hippogreifen, wenn wir das hier aufdecken. Aber von wo sollen wir... Ah, hier drüben. Da drüben? Nee, da kommen wir ja auch bloß nicht hin, ne? Wenn man jetzt sagt, wir rennen hier drüben lang. Trasjan, hallöchen. Hier ist halt auch alles voll. Aber ich gehe gerade stark davon aus, dass wir diese Münzen mit Hippogreifen nicht einsammeln können, oder? Nö. Aber hier können wir rumfahren. Okay, dann passt das. Sehr gut. Jeder, wer Wege finden will, der findet die auch. Dann hauen wir hier die Kollegen weg, dass sie unsere Schiffe nicht gleich angreifen. Und dann können wir hier einmal rumschippern. Okay, war mir eben, muss ich so sagen, viel zu uneinsichtig. Also, wenn ich jetzt die Greife nicht gehabt hätte, hätte ich nur eine halbe Stunde rumgewundert bestimmt. So, einmal mit den Schiffen. Einmal noch nach hier unten. Lassen wir uns das einmal noch ansehen. Und dann können wir uns ja zurückporten im Zweifelsfall.
Beziehungsweise, wo muss sie denn hin? Da oben muss sie raus, oder was? Da muss die Botschafterin hin. Okay, dann müssen wir vielleicht auch gar nicht so viel mit den Schiffen machen. Sondern die jetzt hier lang eskortieren. Ja, es ist ja auch wieder wirklich... Also, das ist ja ein Hin und Her. Ja, auch, hör mal, gibt's ja gar nicht. Du folgst einfach diesem Kollegen. Hallo? Was ist da denn los? Das ist unsere Gruppe 1 hier. Dann holen wir uns noch die Münzen und dann läuft das auf. Fliegende Naga. Leute, da hatten wir vorhin auch. Wir mussten ganz am Anfang, mussten wir Schiffe verteidigen. Und da hatten wir auch diese Schnappdrachen, die wir ja kennen. Und diese fliegenden Naga. No, und frag mich nicht, was das insgesamt miteinander groß zu tun hatte. Aber ja, wir haben auch irgendwelche fliegenden Naga-Einheiten, die am ehesten an diese Rochentierchen erinnern, die wir auch aus Nasiata kennen. Alter, jetzt muss ich hier blinken, weil meine Einheiten mich wieder nicht durchlassen, oder was? Aber die haben sie anscheinend dann nach Wahrkräft auch überwiegend rausgestrichen. Brauchen wir einen Mana-Stein? Nö, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meinem Equipment. Ihr lauft alle hinterher. Gruppe 1, da können wir vielleicht das Schiffchen dann mal jetzt rausnehmen noch. Ich würde das gerne raus haben aus Gruppe 1. Das ist super. Auch wenn es hier ganz tapfer mitkämpft, aber das ist eigentlich Sinn der Sache. Was für ein Ding? Kretzai Kodel sind an sich keine Naga, sondern Meeresungeheuer, die einfach Achara dienen. Okay, trotzdem haben wir die, glaube ich, außerhalb von Warcraft nicht nochmal irgendwo gesehen. Alter, was habe ich mit den Schiffen hier gemacht? Raff ich gerade gar nicht. Unser Säbler dreht in der Luft ab, Junge. Oder irgendwelche random Schiffe kommen auch überhaupt nicht klar auf ihr Leben. Das ist kein Problem. Und spätestens hier brauchen wir die ja auch wieder. Da sind die Schnappdrachen, die ich eben meinte. Die kennen wir ja als Mounts. Aber von den anderen, ja, auch nicht allzu viel mitbekommen. Da sind noch ein paar Goldmünzen. Ich meine, die müssen wir jetzt auch nicht einsammeln. Oder ist das noch für die... Oh, Junge, das Weiß des Bildschirms. Für die Quest auch nicht wirklich. Nö, Überlebensstützpunkt erhalten. Gut, klingt wie ein Loa-Insul-Drack, Junge. Ja, vielleicht hängt das damit auch zusammen. Pass auf deine Belagerungsmaschinen auf. Brauchen wir die noch? Oh, oh, alles sehr gefährlich. Okay, dann können wir jetzt hier möglicherweise mit den Schiffen lang oder halt außenrum. Unsere Krieger greifen den Feind ab. Mal sehen. Mal sehen, vielleicht können wir auch einfach flitzen. Wo ist denn unsere Bootin bei? Die ist ganz hinten, das ist super. Die habe ich ja da auch mit angehangen. Können sie jetzt zwar hier auch wieder mit reinnehmen, aber... müssen auch hier langlaufen. Meine Augen! Ja, es ist wahrlich nicht schön. Hier ist es zu. Unsere Krieger greifen den Feind an. Das heißt, wir müssen da lang. Maiev gönnt sich Level-Ups. Das ist schön. Rache erlernen. Nice. Endlich schön Legion. Verließ der Wächterin, Junge. Gar kein Problem. Ah ja, hier haben wir die Verteidigung. Okay, die sollten wir natürlich vorher platt machen. Bevor wir dann hier unsere Boote mit Schiffen lang schießen oder schicken. Das ist anscheinend eine richtige Entscheidung gewesen. Und dann machen wir jetzt quasi den Landweg sicher. Und dann können wir die Boote unten durchschicken. Dann war es ja gar nicht so mega fail, dass wir die mitgenommen haben. Ne? Sind schon mal mit am Start. Finde ich gut. Finde ich gut. Gestern auf Inselexpedition episches Reittier bekommen. So eine Qualle kann aber nur unter Wasser reiten. Ja, das ist leider so mit den Wasserreittieren. Ne? Sad life auf jeden Fall. Jetzt geht trotzdem raus. Ist ein Mount für den Counter. Ist eine relativ schöne Qualle. War auch mein erstes Inselmount damals auf Normal-Expedition bekommen. Als wir noch darüber gelevelt haben. Da war das mein allererstes, als ich mit dem Hexenmeister am Leveln war über Inseln. Das war ganz schön. Wir können hier auch mal ein bisschen brüllen, oder? Für den Damage-Boost, Junge. Sonst ist Vito ganz traurig. Unser Baggermaster. Gut, dann ist das auch frei. Da ist noch einer. Den wir... Kriegen wir den von hier? Vielleicht mal gucken, wenn unsere Schleudern hier stehen, möglicherweise. Bin mir gerade nicht sicher, wo sie hinfahren. Hat gesagt, hier oben ist eigentlich eine geilere Position. Aber vielleicht... Ahaha! Aha, wir können hier oben natürlich auch noch langfahren, hör mal. Jawollo. Da sind auch noch welche. Können wir das noch platt machen? Und dann schicken wir unsere Hippogreifenreiter vor und da hebt das Bärchen ab. Und versuchen dann unsere Botin durchzukriegen, würde ich sagen. Mal sehen. Den können wir noch weghauen, nehme ich an. Jawoll, schön. Ein eigener Schlangenschrein. Und da oben ist ja auch das Ziel schon. Solange jetzt nicht auf der linken Seite komplett eskaliert wird, würde ich sagen, das funktioniert ganz gut. Die Tore müssen wir nur vielleicht noch zerstören. Kann sein, dass ich das gerade schon vergessen habe. Das müssen wir natürlich machen. Dann können wir unsere Schiffchen mal hinterher holen hier. Kommt mal lang. Zeigt nur, ob das so funktioniert, wie ich mir das einbilde. Auch jetzt ganz gut, dass wir eins haben, was ein bisschen weiter vorne schwimmt. Damit wir sehen, ob jetzt noch irgendwas angreift. Aber ich bilde mir ein, dass wir alles gesichert haben. Und jetzt nur noch die Tore aufgehen müssen. Aber... das sehen wir gleich. Toll, dass sie jetzt auch alle gesammelt haben, wo ich meine, gut, dass eins vorne schwimmt. Die haben gar keinen Bock auf meine Aufstellung, ist okay.
Und dann müssen wir jetzt ja eigentlich nur die Botin einladen. Das sieht gut aus. Da müssen wir gar nicht auch nochmal groß mit den Hippogreifen irgendwas machen. Das größte Problem wird jetzt, die Botin hier durchzubekommen bei dem ganzen Chaosgewusel wieder mit den Bärenhintern und Co. So, liebe Botin, einmal da bitte einsteigen. Guck mal, Rückwärtsgang vom Boot. Jawohl. Und dann hoffe ich mal, dass unsere 700.000 Bogenschützen die Base gedefft haben. Und dass wir die jetzt losschicken hier. Hey, Flucht aufs Meer. Na komm, weiter geht's. So, nur für das Bild. Für die Statistik. Sauber. Gebe Elun, dass sie Schande Sturmgrim rechtzeitig erreicht. Falls nicht, kann nichts Illidan aufhalten. Ja, dann hoffen wir mal das Beste für die Botin. Guti, war am Ende dann doch einfacher als erwartet. Dachte, ich muss da viel mehr rumspringen und porten, aber unsere Base war ja zum Glück ein bisschen besser befestigt, als wir sie eigentlich selber zurückgelassen haben. Glück gehabt. Sonne des Verräters. Wunderbar. Ich glaube, eine schaffen wir noch. Oh, Interludium. Gut, je nachdem, wie lang das ist, schaffen wir vielleicht doch nicht nur eine. Aber ist natürlich auch eine wichtige Geschichte. Offene Rechnungen. Spät an diesem Abend besprechen Malfurion Sturmgrimm und Tyrande Whisperwind auf der abgelegenen Mondlichtung die Folgen der Invasion durch die Legion. Und möglicherweise kommt da jetzt eine Botin dazu. Mal sehen, wie schnell das Boot der Botin unterwegs war. Geil. Nordrassils Wurzeln scheinen gut zu heilen. Könnte ich das doch auch vom Teufelswald sagen. Ich fürchte, die Verderbnis der Legion wird den Wald auf Dauer zeichnen. Deinen Druiden wird etwas einfallen. Vielleicht könnten uns Isera oder Alextrasa... Verzeiht, Shando Sturmgrim, Priesterin Tyrande, aber sie bestand darauf, vorgelassen zu werden. Wer seid ihr, Mädchen? Was ist so dringend? Ich bin eine Dienerin der Wächterin Marjev Schattensang, die geschworen hat, den Verräter Illidan zu jagen. Illidan, sprecht. Verzeiht, Shando, aber euer Bruder hat eine dunkle Armee aus den Tiefen erweckt und ein mächtiges dämonisches Artefakt gestohlen. In diesem Augenblick bekämpft ihn meine Herrin auf den verheerten Inseln. Sie braucht unverzüglich Verstärkung. Ich werde gehen. Ich führe die Schildwachen selbst an. Nein, meine Liebste. Die Druiden und ich kümmern. Ich habe ihn damals befreit und ich trage die Verantwortung dafür. Dann lass uns beide gehen. Wenn dieses Mädchen die Wahrheit spricht, braucht Majev jede mögliche Unterstützung. Oha, wer Shando ist? Shando ist nur ein Titel. Das ist so ein Sensei-Ding, ne? So geehrter Lehrer, Meister, so in dieser Richtung. Deswegen können damit die verschiedensten Charaktere angesprochen werden, wenn sie sich auf diesem Beziehungslevel denn begegnen. Gleichgewicht der Kräfte. Oh, triggered. Triggered. Am nächsten Tag versuchen Majev und ihre Wächterinnen an den Küsten der verheerten Insel in die Front gegen Illidans letzten Angriff zu halten. Holla, Dev-Mission, unser Finale für heute. Und vielleicht kriegen wir einen Artefakt-Skin danach. Geil. Haltet die Stellung, Kriegerinnen. So die Göttin will, wird Shando Sturmgrim kommen. Bam, Dolchfächer. Cool. Da ist er. Wir sind sicher gelandet, aber einige unserer Schiffe könnten auf den vorgelagerten Inseln auf Grund gelaufen sein. Es missfällt mir, Streitkräfte zurückzulassen, aber wir haben einfach nicht die Zeit zu warten. Meine Eulen sind bereits unterwegs und haben Majevs Standort erspäht. Sie und ihre Truppen werden angegriffen. Aber wir müssen den Dschungel durchqueren, um zu ihr zu gelangen. Vielleicht hilft Naturgewalt beim Vorankommen. Yeah. Wir sollten uns beeilen. Ich bezweifle, dass Majevs Truppen noch lange durchhalten. Okay. Gnolde, mach es gut. Yay, wieder mit Tyrande und Malfurion unterwegs. Und natürlich haben sie den Loot nicht behalten, den wir die ganze Zeit gesammelt haben. Man kennt sie. Und wir sollen vorankommen. Okay, Gruppe 1. Ja, müssen wir überhaupt da lang, Malfurion? Ist das der richtige Weg? Bin mir gerade nicht sicher. Weil irgendwie geht's doch hier vermutlich nicht lang, ja. Tyrande und Malfurion, die zwei mächtigsten Nachtelfenhelden, haben beide Stufe 10 erreicht und sind bestens darauf vorbereitet, alle herauszufordern. Ah, die sich ihnen entgegenstellen.
Ihr kontrolliert auch Maiev und ihren Stützpunkt. Auch noch. Oh, okay. Dann, glaube ich, sollten wir hier nochmal ein bisschen Verbesserung vornehmen. Ich weiß zwar nicht genau, warum der Stützpunkt schon wieder anders aussieht als sonst. Aber gut. Hier brennt es schon. Wir haben Irwische da. Haben wir eine Goldmine? Wir haben keine Goldmine. Sehe ich das richtig? Das ist ungünstig, würde ich sagen. Das ist sehr, sehr ungünstig. Okay, ja, dann hoffen wir, dass unsere Kollegen hier durchhalten. Ne? Dann können wir ja nochmal eine Bogenschützin holen. Das war's dann auch schon. Hoppala, hoppala, hoppala. Die Eule, die hat am Arsch eine Beule. Das ist wahr, richtig und wichtig. Gut, dann lassen wir lieber keine Zeit verstreichen und machen uns mal auf den Weg zu Maiev und kommen dann hoffentlich auch rechtzeitig an. Ist das jetzt ein Weg? Was sind das für niederträchtige Schlangen? Ich weiß nicht, aber diese Geschöpfe kommen mir bekannt vor. Lull. Elende Nachtelfen. Wir sind die Naga. Wir sind die Zukunft. Ach. Ihr werdet platt gemacht, das ist gar kein Problem. Wir haben auch Gelassenheit ready, das heißt, wenn unsere Einheiten zu krass droppen sollten oder 700 Stunden lang in irgendwelchen Wirbelstürmen gefangen sind, weil sie den Zauberer von Oz besuchen wollen, dann ja, sind wir ready, auch alle zu healen. Tyrande hat ja auch Sternregen ready, deswegen hoffe ich, dass wir relativ sauber durchkommen, um Maiev helfen unsere zu können. Krieger greifen den Feind ein bisschen Gold haben unser wir. Oh, Hain wird entweiht. Dann er auch noch dabei. Wir müssen uns beeilen, um Maiev zu retten. Ja, das kriegen die doch auch hin hier unten, oder? Das passt doch auch mit dem Leben. Die können sich auch selber mal hier noch eine Verjüngung geben. Mit dem Gold, was wir hier jetzt sammeln allerdings, was hoffentlich gesammelt wird, ja, 250 jedes Mal. Unsere Krieger greifen dann können wir natürlich gucken, dass wir doch vor allem mal ein paar Irwische noch ausbilden hier. Die erstmal ins Holz sammeln schicken und dann auch mehr Urtumbeschützer hier mit hinstellen. Ich glaube, das könnte eine ganz gute Sache sein. Ob Verbesserungen jetzt so Sinn machen, weiß ich nicht. Aber gerade Bogenschützen und Jägerinnen pumpen wir einfach auch mal noch mit rein. Gut, und dann können wir ja die Irwische einfach zu diesen Defense-Einheiten morphen. Ne? Zu diesen Urtum-Beschützern. Das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz gute Geschichte. Hast du die Standardversion? Ich weiß nicht genau. Also von Reforged gibt es nur eine Version. Und da sind alle möglichen von Frozen Throne und wie es nicht alles heißt, DLC-Sachen. Die sind da alle mit drin. Hier ist noch eine Münze. Die liegt da aber relativ... okay, ich dachte, das löst irgendwas aus. Aber nein, einfach mehr Gold für uns. Mehr Naga. Ich glaube, hier müssen wir uns um unsere Einheiten weniger Sorgen machen. Vorausgesetzt, sie kommen durch. Ach Mann, es ist so traurig mit anzusehen, ne? Es ist so sad, wie unsere Melees überhaupt nicht durchkommen. Aber vielleicht können die ja wenigstens wieder eine Verjüngung setzen hier auf unsere etwas geschundeneren Nachtelfen einhalten. So, ein bisschen Mana raus. Die Katze wirbelt noch umher. Unsere Krieger greifen den Feind an. Oh. Wie ich vermutete, unsere Schiffe sind hier auf Grund gelaufen. Die speziellen Verbündeten, die aus dem Eschental mitgekommen sind, sollten in der Nähe sein. Spezielle Verbündete? Such einfach weiter. Du erkennst sie, wenn du sie siehst. Oh. Okay, speziell, der ist bestimmt wieder Vorbeugs oder so, oder? Mit Sicherheit. Aber wir nehmen ja erstmal den Loot noch mit, schönen Mondstein, jawohl. Aha, da haben wir die speziellen verbündeten Nachtelfenflotte, okay. Gucken wir, dass wir da lang vorbeikommen. Da sind die Naga, die Mondbrunnen heilen auch ganz gut. Wir nehmen jetzt erstmal hier noch 4 Irwische und gucken mal, ob wir genug haben, um hier noch mehr Beschützer mit hinzukrachen. 1, 2... Und auch hier 1, 2. Das wäre nämlich sehr, sehr schön, wenn wir das soweit schaffen. Ja, das kriegen wir doch jetzt bestimmt, oder? Bis er sich da runter macht. Nein? Ach Mann, ich dachte, er macht es dann automatisch. Na gut, dann jetzt nochmal für dich. Bitteschön. So, und dann pumpen wir direkt wieder mehr Irrwische. Nicht genügend Gold. Für das Holz. So, weil Gold finden wir bestimmt auch wieder noch. Gut. Mehr Verbündete rekrutieren. Ja, ich will endlich das Mount von Malfurion haben. Ich brauche das. Ich brauche das. Was könnten wir denn finden? Was sind denn spezielle Eschental-Verbündete? Wir haben unsere Furbolgs, wir haben Urtume, wir haben Druiden und Dryaden, wir haben Hippogreifen, aber vielleicht hat Malfurion ja auch noch was ganz Spezielles für uns in der Hinterhand. Armschienen der Beweglichkeit, lasst ihn da durch, wir haben doch keine Zeit. So, mehr Loot für uns. Looten und leveln. Da ganz unten sind halt auch welche. Wie kommen wir da denn ran? Gottes Willen. Alter, ein verdammter Oktopus. Was seid denn ihr? Ach, Meeresriesen.
Oh mein Gott. Meeresriesen. Ja, hier ziehen wir mal einen Sternregen, würde ich sagen. Oh, Muttermond. Oh mein Gott, er trägt ihn als Hut. Wie geil. Wie cool sind die denn? Euer Gebäude ist fertig. Oh mein Gott, die sind ja nice. Okay, gleich die Hütten noch kaputt gemacht. Tyrann, du kannst aufhören. Du kannst aufhören, es ist niemand mehr da. Das stört sie gar nicht weiter, okay. Wir rücken trotzdem vor, ne? Du kommst dann nach. Alles cool, genau, alles cool. Tyrande, Alter, wie lang kanalisiert sie da? Ist ja gleich wieder ready, die Fähigkeit, so lange wie sie durchzieht. Das ist sehr löblich und so weiter, aber wir haben doch keine Zeit, Mensch. Mein Gott, so, da ist wieder Geld. Das ist sehr schön, ich glaube, unsere Basis. Den Stützpunkt der Wächterin. Ja, die schaffen das. Guck mal, mit den ganzen Bäumen jetzt hier. Wir machen gleich die nächste Irwisch-Runde fertig, was das angeht. Das wird schon, das wird schon. So, hier holen wir mal eben das Cash. Ey, wie sie die Helden nicht durchlassen. Malfurion, please. Reite. Oh mein Gott. Ich krieg hier gleich einen Anfall, Freunde. Wie er einfach nicht durchkommt, ne? Es bereitet mir körperliche Schmerzen, das zu sehen. Erinnert mich an Idrena, ey. Was soll das heißen? Ich habe einen Oktopus in meinem Gesicht, ja. Und dann noch Beschwerden hinterher. Die Riesen haben zum Glück einfach die Klappe gehalten. Sehr sympathisch. Hier haben wir riesige Golems, die machen bestimmt nichts. So, und bevor wir unten jetzt unsere neuen Verbündeten rekrutieren, machen wir nochmal diese schöne Irwisch-Runde hier, die wir eben schon gedreht haben. Und pflanzen noch ein paar extra Beschützer mit hin. Pass auf, hier noch einen hinter, die werfen ja Steine. Die werden ja die Range haben. Hier und hier gleich noch einen. Und hier auch noch einen. So, das funktioniert. Dann haben wir gleich noch hier zwei neue oder drei. Ne, haben wir das Gold wieder nicht. Okay. Und weiter geht das. So, Defense läuft, Leute. Kein Ding. Wir haben ja mit Archimon trainiert. Skelett-Ork-Runzer. Oh, der sind jetzt die vom Anfang, ne? Die sind nochmal richtig wütend geworden. Mit dem Stoppbefehl kann ich das unterbrechen. Ah, siehst du, ich habe die immer einfach gemoved. Wir können das auch mit Befehlen regeln. Das ist gut zu wissen. Moin. Guten Morgen. Okay, das sind die speziellen Verbündeten. Jägerinnen. Cool. Einheiten haben sich angeschlossen. Gut, das ist jetzt nicht ganz so überraschend irgendwie, aber nehmen wir natürlich gerne mit. Und hier sind Orks. Miese, garstige Orks sind hier unterwegs. Ich glaub's ja nicht. Wollen wir eine Naturgewalt mit dazu ziehen? Ja, come on. Wir holen mal ein paar Bäumchen mit ran. Vorausgesetzt natürlich, mein Furion wird durchgelassen. So, und dann gleich mal Gelassenheit hinterher, mein Freund. Komm, ein bisschen gegenheilen. Und bis die Bäume jetzt da sind, sind auch alle schon tot. Ich hasse das Positioning so sehr von meiner Einheit. Euer Gebäude ist fertig. Vito, hallöchen. Grüße, Grüße. Euer Gebäude ist fertig. So, Uhrtürme sind auch ready. Hier konnten wir nochmal gut Gold beziehen. Das ist auch sehr schön. Unsere Krieger greifen den Feind an. Und das heißt, es geht jetzt hier sicherlich bei den Golems weiter. Ah, da gucke hier. Das funktioniert doch mit der Defense. Das haben wir doch gelernt bei Archimensch. Das ist doch kein Problem für uns. Und ihr wacht bestimmt nicht auf oder so, ne? Oh, ich bin so überrascht. Das war aber fies, hör mal. Das war aber wirklich, wirklich fies. Malfurion war eine halbe Stunde AFK. Das ist super, das zeichnet ihn aus. Geheilt müssen ja alle sein. Nice. Alles platt, morgen wird richtig attackiert. Ja, man muss ja auch erstmal was kaputt machen, damit man danach auch aufräumen kann. Ne? Sonst hat das ja alles keinen Wert. Cashflow ist da. Und wir können... müssen eine Bresche durch die Naga schlagen, oh, wenn wir Maiev erreichen wollen. Oh, okay. Lass diese üblen Bestien den Zorn des Lichts der Göttin spüren. Ja, Tyrann, da musst du mal ein bisschen weiter nach vorne, dass wir hier jetzt mal so einen Sternregen rauszimmern können. Und Malfurion haut hier mal die Bäumchen noch rein. Und noch eine Gelassenheit gleich hinterher, dass wir jetzt keine großen Verluste zu verzeichnen haben. Brüllerchen für den Bonusschaden. Junge, und das ist eine Kombi. Tyrande und Malfurion zusammen. Ey, Junge, die will ich nicht im gegnerischen PvP-Team haben, hör mal. Sehr, sehr nice. Die Naga... komplett chancenlos. Boah, diese Blitze, Mann. Gegen unsere verstärkten Nachtelfen. Sehr, sehr schön. So, hier, Leute, weiter geht's. Die Bäumchen auch. Alle rein hier. Hör mal. Meine Güte. Und die beiden kanalisieren auch sehr lange durch. Finde ich gut. Wie genau brennt ein Mondbrunnen? Das ist nur Stein und Wasser. Ja, aber mit Hass. Rajan. Mit dem inneren Hass brennt er dann. Ich bin so überrascht. Ich muss meine Brille abnehmen. Ja, genau so eine Geschichte. Okay, ich schätze mal, wir müssen hier dann hoch. Da ist dann der zweite Pool von neuen Einheiten, die wir mitnehmen wollen. Die Verstärkung aus dem Eschental. Wir haben ja vorher mit Maiev eine Botin losgeschickt, um Malfurion zu informieren. Oh, Wasserelementare. Und Malfurion hat sie anscheinend auch nicht lumpen lassen und hier weitere Einheiten zur Unterstützung geordert. Heilt sie schnell! Da,
Unsere vermissten Mitstreiter, die Bergriesen. Cool. Bei Elun. Bergriesen habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich auch nicht. Kriegskeule. Die Ankunft der Legion hat viele unserer alten Freunde aus ihrem zeitlosen Schlummer geweckt. Diese mächtigen Wesen werden uns von großer Hilfe sein. Wow. Ja, geil. Zack, erstmal hier eine Keule. Junge, das war auch immer mega bei Schlacht um Mittelerde, wenn die Trolle so eine Keule genommen haben. Mega cool. Riesiger, langsamer Nahkämpfer. Ja, geil, hör mal. Das ist ja mega, mega fresh. Feier ich sehr. Feier ich wirklich, wirklich sehr. Wir können hier nochmal kurz heilen. Dann packen wir einen von euch noch mit in die Gruppe 1. Nee, warte, wir packen beide von euch in Gruppe 1. Pass auf, nehmen wir die Dryade noch raus. Dann seid ihr jetzt heftig die 1. So, und unsere Dryaden sind Gruppe 2, Junge. So, los geht's. Mit den Bergriesen. Aber so langsam sind die gar nicht. Guck mal, von wegen hier. Die sind cool. Wow, wunderschönes Modell. Damage und Leben sind nice. Mega. Mega, mega. Bin ich voll dabei. Gut, eine Einheit müssen wir noch holen. Ein Boot ist noch unterwegs. Unsere Basis sollte gedefft sein. Unsere Einheiten übersteigen ja sogar unseren generellen Haushalt, nenne ich es mal. Das heißt, wir pilgern jetzt hier noch runter. Unsere Dryaden nicht vergessen. Und dann warten wir eben noch auf die, dass unsere Range-Einheiten noch nicht zu knapp kommen. Oh, 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 da oben ist bestimmt unsere auch noch Krieger irgendein fieser Naga-Boss oder so. Aber wir wollen ja vor allem erstmal hier runter Murlocs und Brunnen. So, los geht das hier mit den Riesen. Zeig mal. Bam, Junge. Zack. Wie krass. Wie krass. Bam. Der eine kommt natürlich wieder überhaupt nicht durch. Das trifft auf die meisten unserer Einheiten leider zu. Aber es ist auch gar nicht nötig, Junge. Mr. Keule. Zack, zerlödet hier alles. Sehr schön. Was kommt jetzt noch? Gottes Willen. Bärchen, ja! Mehr Bären. Sehr schön, okay. Nummer 2. Gut, wir haben unsere Einheiten zusammen. Das heißt, wir können zu Majev, wie es aussieht, und diesen kläglichen Rest von einem Posten hier jetzt entsprechend freudig erregt. Ne, ihr sollt hier mit zu Gruppe 2, Leute. Was ist mit euch? Mitkommen, bitte. Oder können wir uns hier jetzt treffen und uns abknutschen und uns alle freuen? Ist das nicht total super? Yeah, Mana-Brunnen stellt auch noch ein bisschen wieder her. Und wir haben das Bedrängnis gelöst. Yeah! Elun sei Dank. Ich wusste, dass er kommen würde, Chando Sturmgrim. Ich bin froh, dass wir rechtzeitig eingetroffen sind, Majev. Priesterin Tyrande, ich bin überrascht, dass ihr persönlich gekommen seid. Wollt ihr euer schlechtes Gewissen beruhigen? Uff. Ich tat, was ich tun musste, Majev. Es steht euch nicht zu, über mich zu richten. Ihr habt meine Behüterinnen ermordet und den Verräter befreit. Euch sollte man in einen Käfig sperren. Genug, ihr beiden. Wir sind noch nicht in Sicherheit. Majev, wie ist die Lage hier? In dieser Gegend gibt es keine Rohstoffe mehr, Shando. Wir müssen eine Goldmine finden, wenn wir mehr Truppen für einen Angriff auf Illidans Festung aufstellen möchten. Nun gut, dann lasst uns aufbrechen. Oh, okay. Illidans Helfershelfer zerstört Illidans Stützpunkt. Bewegt euren Baum des Alters an eine andere Stelle. Beginn mit dem Abbau der Mine, das war dieser Kollege hier, ne? Das heißt, wir wollen da oben hin, also erstmal entwurzeln natürlich. Und dann wollen wir den ja auch wieder verwurzeln hier in der Nähe, so. Sehr schöne Geschichte, ihr könnt auch alle losmarschieren und so beginnt der Marsch der Ents. Geil, und dann können wir das hier, ne, nicht Baum essen, sondern euch will ich dann eigentlich auch alle wieder einwurzeln, aber da haben die gerade gar nicht so Bock drauf, ne? Das heißt, ihr geht einfach erstmal mit. Unsere Einheiten können wir ja auch alle schon mal hier in die Gegend bewegen. Sehr schön. Und von diesen besagten Einheiten haben wir jetzt ja auch noch deutlich mehr. Dann können wir in die zweiten ja auch noch alle mit reinpacken, die hier jetzt rumstehen. Hier drüben ja auch, weil dieser Posten ist ja jetzt relativ egal. Und... Unsere Krieger greifen den Feind. Oh, da geht's sogar noch weiter. Das war aber nicht Sinn der Sache, hör mal. Oh, er haut sogar drauf hier. Bam. Bam. Sehr, sehr gute Sache. Ihr kommt auch alle mit hier. Urturm des Krieges, auch mit verwurzeln irgendwo, ja, du, so,
I don't know. Einmal bitte nach oben. Alle laufen. Hier können wir noch Verbesserungen machen. Das ist auch ganz schön. Unsere Krieger greifen den ja, und die Irrwische müssen wir halt mitnehmen. Ihr macht hier oben ein bisschen Holz und dann könnt ihr gleich in eine Mine hier, was den Rest auch angeht. Nice, das läuft soweit. Das Ding ist allerdings auch, wenn ich mir unsere Kosten angucke, dann machen wir das jetzt halt effektiv, um noch ein paar Upgrades zu pumpen. Und ja, dann bin ich eigentlich soweit auch recht zufrieden. Gut, wir verwurzeln unsere Kollegen, was wir anscheinend einzeln machen müssen. Und dann machen wir noch ein bisschen Gold für die Upgrades und dann ist Illidan fällig, weil wir haben ja jetzt so viele Truppen auch zusätzlich mitgenommen, dass wir da, glaube ich, keine großen Probleme zu erwarten haben, was das angeht. Können hier nicht wurzeln. Die können hier nicht wurzeln. Ja, weil ihr die wieder nicht durchlasst. Ah, der kann da nicht wurzeln, Junge. Weil ihr ihn nicht durchlasst. Ihr miesen Hunde, ich krieg so einen Hals. Okay, hier sind nochmal zwei. Das heißt, du gehst hier noch so in die Mitte rein. Und was ist mit ihmchen? Er hat vergessen, wie er sich verwurzelt, maybe. Du stellst dich hier einfach noch mit hin. So, und du machst dich... Treans können hier nicht wurzeln. Doch, das können die schon. Hier und hier auch nochmal. So, ist das eine Defense oder was? Wahnsinn, Junge. Hier kommt kein Ball ins Tor. Das kann ich euch aber versichern. Hör mal. So, Mine ist auch abgebaut. Euer Gebäude. Wir haben zu viel Zeit vergeudet. Je länger wir den Angriff hinauszögern, desto stärker wird Illidans Heer. Wir müssen bald zuschlagen, Chando. Ja doch, aber lassen wir bitte erstmal noch ein paar Upgrades pumpen hier an der Stelle. Zumindest den Auftrag geben, was das angeht. Und auch den Baum müssen wir nochmal verbessern. Boah, das frisst natürlich ganz gut Zeit und Ressourcen, ne? Uff, dann warten wir, bis das eine hier jetzt durch ist. Beziehungsweise die beiden, dass die soweit ready sind. Und dann würde ich sagen, wir rücken mit den Truppen vor. Mal Furion Tyrande auf 10. So schnell laufe ich auf Arbeit auch immer. Ja, man kennt es, ne? Und dann rödeln wir hier los. Die Basis ist auch gesichert. Was wollen sie machen da mit ihren Naga? Hör mal, die können gar nichts. Sie können gar nichts. Wir haben auch Riesen. Was habt ihr gesagt? Mit Tee oder so können die noch den Spott dann reinzimmern. Spott auf Tee, jawohl. Mal gucken, ob ich das alles so benutzt bekomme. Forschung abgeschlossen. Ich würde sagen, wir warten jetzt noch ganz kurz auf das Baum-Upgrade, was nicht mehr allzu lange dauern dürfte. Das sind nur noch 100 Gold. Dann geben wir das in Auftrag und soll ich dann Zeit und Muße finden, immer nochmal runter zu scrollen, dann können wir die anderen Upgrades reinpumpen. Na? Gut. Frage ist nur, gehen wir diesen Weg hier lang? Da können wir die Einheiten trotzdem schon mal hinbewegen. Und dann stürmen wir die Naga-Festung, Freunde. Dann stürmen wir die Festung. Euch schicken wir ja auch noch irgendwo mit hier. Ja, wo? Bei der Bogenschützin da oder bei dem Druiden? Egal eigentlich. Hauptsache irgendwo mitrennen. Da, so, da rennt er jetzt mit. Coole Geschichte. Baum upgraden wir. Hier stehen auch unsere Verteidiger. Und wir legen los. Guten Abend, Huhn of Doom. Ich grüße dich. Hi, hi. Wir wollen die Illidan-Basis jetzt stürmen und den Naga zeigen, wer hier der Boss ist. Bin sehr gespannt. Zumal unsere schönen Nachtsäbler hier gerade schon ordentlich vorpreschen. Preschen, preschen. Forschung abgeschlossen. Und da kommen sie schon. Oh, das... Ja, doch, das sind einige. Und Lady Serpentra vorneweg. Dann holen wir gleich mal hier noch ein paar, wenn mal Furion irgendwann durchkommt, wo auch immer er gerade unterwegs ist. Dann hoffen wir, dass er so ein paar Bäumchen noch dazu holen kann. Das wäre natürlich super. Die können ja auch einiges wegtanken. Oh, und jetzt hier mit den Riesen, Junge. Mit Riesenschritten, mit wütenden Bären und Co. geht's hier nach vorne. Wollen wir gleich eine Gelassenheit zimmern? Bin mir nicht sicher. Ja, komm, wir machen's mal. Bevor wir ja irgendwie random große Verluste verzeichnen müssen. Hauen wir die gleich mal mit rein hier in dem Umkreis. Bevor auf alle Einheiten hier Amok laufen in dem Tempel. Zimmern wir es lieber gleich mit rein. Oder es sieht auch gut aus. Guckt euch an hier, wie alle Einheiten völlig eskalieren, Junge. Gar kein Problem für die Kollegen. Nochmal ein Brüllerchen hier für die Riesen mitnehmen. Haben wir ja auch noch einen stehen. Na klar, auch nochmal. Bam, ein bisschen Bonusschaden. Junge, dieser Naga-Posten. Er hat gar keinen Bock auf uns. Wirklich gar keinen Bock auf uns. Oh, es wird wirklich angegriffen. Von Illidan. Hallo, Base Race oder was? Illidan greift unsere Basis auch an. Die Sau. Die Sauer, wir sind schneller. Wir sind cooler, Leute. Let's go. Hier, mehr Bäumchen. Come on, mal Furion. Wir brauchen das. Wir brauchen das mit den Bäumchen. Sehr schön. Und Attacke hier, Leute. Let's go. Wir haben doch keine Zeit. Oh mein Gott. Wo ist Tyrande eigentlich? Tyrande hätte ich auch sehr gern. Da steht's. Ja, komm, einmal Sternregen mit rein hier. Und den Rest hier abfrühstücken. Schön auf die Gebäude.
Da denkt er, er hat eine Chance, ne? Wie frech, Lausbuch WB. Oh mein Gott! Base Race gegen Illidan. Gut, dass ich die Urtume mitgenommen habe, hör mal. Das wäre ja nochmal höchst unangenehm gewesen, wenn er da jetzt komplett durchbrechen würde. Holy shit, so noch mehr Bäumchen hier, mehr Furion, come on, die können doch alle mitmachen hier. Let's go. Ah, die Naturgewalt, Junge, wie schön man die hintereinander noch setzen kann. Ein Traum. Und dann haben wir es doch gleich mit dem Posten. Die Murlocs in der Goldmine. Hier ist ihr Hauptgebäude. Und dann was das gleich. Wir können bei Maiv nochmal den Rache-Avatar aufziehen hier. Zack, Zerab, ich sehe sie leider nur gerade nicht. Das ist sehr irritierend. Aber sie hat bestimmt, ach da, einen sehr guten Job gemacht. Eine Sekunde konnten wir sehen. Der Sieg ist unser. Es war eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen, Shando. Dieser Kampf ist längst nicht vorbei, Maiev. Illidans Verbleib ist noch ungeklärt. Und auch von Tyrande fehlt jede Spur. Oh. Die sehen sich auch alle gegenseitig nicht. Schön. Zeig dich, Illidan. Es ist vorbei. Oh, es ist noch lange nicht vorbei, kleine Priesterin. Ein Jammer, dass du meinen Standpunkt nicht verstehen konntest. Nun wirst du und die ganze Welt begreifen, wozu ich wirklich fähig bin. Ashkarath! Bruder, was machst du denn hier? Ich bin gekommen, um dich aufzuhalten, Illidan. Statt dich zu verbannen, hätte ich dich wieder in den Käfig sperren sollen, als ich es konnte. Damals war ich schwach, jetzt nicht mehr. Ich habe einem neuen Meister Treue geschworen, Bruder. In seinen Diensten fällt mir eine große Aufgabe zu. Leider kann ich nicht dulden, dass du mir im Weg stehst. Cool, darum töte diese Einheiten. Tschüss. Sei unbesorgt, meine Liebste. Wir finden Illidan, wohin er auch flieht. Wir finden ihn. Cool. Wir jagen ihn bis ans Ende der Welt. Hast du gehört, Illidan? Bis ans Ende der Welt. Ach man, ja, liebe Leute, das war das Gleichgewicht der Kräfte, wo auch immer das war, als wir mit tausenden Nachtelfen-Einheiten die Naga-Basis überrannt haben, aber ja, zum Gleichgewicht gehört eben auch das Ungleichgewicht, so einfach ist es manchmal. Megawall, Hallöchen, grüße dich. Ja, damit sind wir heute auch schon wieder durch, haben sogar ein bisschen überzogen, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass auch bei dieser Kampagne nochmal ein zweiter Teil in unser Ghetto kracht, wo wir die Basis auch direkt einnehmen, ohne eine Extra-Mission zu starten. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch, es war ein wahres Fest, das ganze Grabmalgerenne und Co. Ein wahrer Traum, deswegen vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Dabeisein und natürlich auch vielen, vielen Dank für euren tollen Support heute wieder. Wir hören uns morgen in alter Frische mit Antoros, nicht mit dem Grabmal, das hatten wir heute schon, in Good Old WoW und natürlich erwarten euch wie immer 2 Uploads um 0 Uhr, wie so gut wie jeden Tag. Wie. Freunde, wie und Willi will's wissen, habt noch einen wunderschönen Abend, bleibt gesund, bleibt sicher und macht es gut. Ich danke euch. Tschüss.